Guten Morgen. Hallo. Willkommen im Stream. J.U., ich bin durch mit der Ausbildung. Danke, David, dafür. Kuss. An der Stelle gratuliere ich dir für die fertige Ausbildung, Meister. Holy shit, da kannst du stolz auf dich sein. Und vielen lieben Dank für den Euro und einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Wow, was ist hier passiert? Achso, das war ein Oh yeah. Und einen wunderschönen guten Morgen an Jonas. Er hat vor dem Stream schon 6,57 Euro rausgehauen. Vielen lieben Dank dafür. Und Friendos, seid ihr ready? Für die Fußball-Action am morgigen Morgen. Ich bin es definitiv. Dementsprechend, was geht? Und schön, dass ihr hier seid. Einen Guten Moment. Morgen.
Guten Morgen, Freunde. Wie geht's euch? Hübi der Alkoholiker, Inksquid, Daniel, Shadowtoad, Max, Barbara, Urgel King, My Random Stuff, Vika, Nick, Barbara, Matt, hau rein, Matze, SMR, Gustav, Jonas, Felix, Kaso, Viper, Max, Torben, Luca, Relaxo, Dark, Rako, Dark Dario, Silly BLP, Darkside, Asta, Hammer, Sans, Dark Dario, Banane, Daniel, Weber, Wolf, Picknick, Daniel, Urgelking, Jennifer, Nairu. Was geht? Moin David, ich hab heute von dir geträumt. Zum Glück bin ich aufgewacht. Du Sack. Hey, das war dein schönster Traum seit langem, oder? Und yo, Jannis, dankeschön für 2 Monate. Habt ihr den Stream schon geliked und abonniert? Wichtige Frage. Habt ihr den Stream abonniert? Yeah. Gangster, du geiler Hengst, was geht, Mann? Lachsweil, Mischnitten LP, Mirage, Buttercat, Alex Gaming. Buttercat, hattest du nicht gestern Geburtstag? Habe ich das richtig in Erinnerung? Moin, Leute, ich würde sagen, ab Mittwoch bin ich zäh. Kevin. Baba-mäßig, Mann. Freunde, ja, aktuell ist die Zeit, wo alle ihre Ausbildung bestehen, ne? Und Lachsfall, vielen lieben Dank für über ein freaking Jahr. Holy shit. Buttercat, dann auf jeden Fall alles Gute nachträglich. Das hatte ich noch irgendwie grob im Kopf. So, Luca, was geht, Mann? Alter Hübi, der Alkoholiker. Den Namen kann man gar nicht vergessen, so episch wie er ist. Oh, Alexa, alle Lichter an, bevor ich es vergesse. Und Regular Farmer, was geht, Mann? Ey, ich bin mega hyped. Also, der Titel ist kein Clickbait oder so. Ich habe noch nie Mario Strikers gespielt. Das wird dementsprechend mein erstes Mario Strikers werden. Daniel, moin. Ich streame am Montag, Vika, ja. Und Nepi, hi. Du bist cool und der einzige Umlaut, Mann. Dankeschön. Ich glaube, so viele Umlautmänner gibt es tatsächlich nicht. Danke an Kai für das Gifted Sub. War bei einem Stream nicht dabei, wo ich es bekommen habe. Ach, aber du hast eine Benachrichtigung bekommen, oder? Lachsfall, kein Kommentar. Ray's Patty, dankeschön für 3 Monate. Same ist auch mein erstes Mario Strikers. Dann werden wir gleichzeitig entjungfert, was? Hyped auch. Hyped wie Supreme? Safe, hyped wie Fortnite oder so. Sorry, mein Deutsch ist was Schlechtes, ich bin an Englisch gewöhnt. Hammer Ali, woher kommst du denn? Aber ey, ey, ich kann alles verstehen. Also, Respekt erstmal an der Stelle. Rilden, morgen, Guten Max! Morgen. Wir haben letztens auf Twitch auf The Adventure of Lunk reagiert und da gab es so eine Szene, wo so ein random Dude, also übelst random Guten Morgen gesagt hat und das musste einfach auf Soundboard. Yo, Servus Meister, zeigst du uns heute, ey, ich probier's auf jeden Fall, die professionellen Bälle rauszuhauen. Pascal, guten Morgen erstmal. Boomnik, was geht, Mann? Und, ich mach mein Handy erstmal auf lautlos. Das ist schon so ein bisschen nervig, aber nur ein bisschen. Mario Strikers Charge, Football ist Müll. Da kann man mit dem Superschuss bis zu 6 Tore. Keine Ahnung, ich weiß gar nichts. Also, wir starten heute ins Game. Ich gehe komplett blind rein. Dementsprechend, ne, das wird eine Überraschung werden. Enderbot, moin! Und Community Wolf, servus, sehr gegrüßt. Enderbot, dankeschön. Coppins, guten Morgen. Hi David, du bist so ein geiler Mensch. Danke, dass du mir mit dem, dass du dir mit dem 2-Kanal so viel Mühe machst. Ich verfolge Little Nightmares und den zweiten Teil mit Freunden. Großes Herz an dich. Ach, krass, ach, mit Freude. Krass, Mann, das freut mich mega. Real Talk. Dankeschön, Moritz. Du, ich schaff's leider nicht immer täglich, Videos rauszuhauen. Also hin und wieder kommt's mal vor, dass ein Tag kein Video auf den 2-Kanal kommt. Aber mir macht Little Nightmares auch unheimlich viel Spaß. Vor allem, ich bin böse hyped, aber der Nachfolger von Until Dawn ist gestern rausgekommen. Ich glaube, das wird ein 2-Kanal-Projekt werden, nach Little Nightmares dann. Moin, kann sein. Oh no, Hübis Keller, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Es wird aussehen wie Rocket League. True? Okay. Keine Ahnung. Ich lasse mich gleich überraschen, Freunde. Ich will mir kein Bild vorher machen. Oh ja, das wird geil. Ja, oh, definitiv. Mega, mega nice. Yo, Yassin, alles Gute nachträglich. Wie alt bist du geworden? Und Dodo, Matty, HD bekommen Stream. So, und André, was geht, Mann? Moinsen, wieso sind da so wenig Likes? Hört auf Homie Kai. Hat Homie Kai recht? Ready, morgen! Guten Morgen! Ja, okay, Buttercat, ich bin auch gespannt, ob ich da eine Kaufempfehlung geben kann. 21, Yassin, sehr, sehr nice. Auf der ganzen Welt volljährig, Meister. Und Rip Knife Guy, sei gegrüßt, Mann. Dark Bowser, guten Morgen, hi, hi. Ich hatte Mittwoch Geburtstag. Yo, alles Gute nachträglich, Meister. Hi, wie geht's dir? Janine, mir geht's wunderbar, wie geht's dir? Aber Heuschnupfen kickt so ein bisschen. Wir waren gestern Abend in Bielefeld. Ich habe ja erzählt, dass gestern so ein Azubi-Treff anstand, weil ich bin ja in der JAV, nicht in der JVA, Freunde, also Jugend- und Auszubildendenvertretung.
Und dadurch, dass die letzten zwei Jahre wegen Corona so gar nichts mit Azubis stattgefunden hat, waren wir gestern in Bielefeld bowlen und danach waren wir noch ein bisschen in der Bar unterwegs. Und auf jeden Fall, als ich später nach Hause gefahren bin im Auto, ich habe 10 Minuten durchgehend genießt. Also ich war kurz davor, rechts anzuhalten, weil ich dachte, was soll das denn? Dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, einfach meine Nase zuzudrücken, weil, boah, das ist so schlimm. April, Mai hatte ich gar keinen Stress mit Heuschnupfen und jetzt kommen die Quittungen im Juni komplett durch. Jace, guten Morgen! Dragiga, grüß dich und Kuchen für alle. Einen wunderschönen guten Morgen. Und hast du das Niesen genossen? Ja, gefährlich, gefährlich. Ja, es war ja keiner mehr auf den Straßen so um 1 Uhr, also von daher ganz entspannt. Lokium, guten Morgen! Guten Morgen! Lippi, sei gegrüßt, Mann, moin, moin. Hast du das Niesen genossen? Vielleicht Allergie. Max, nicht nur vielleicht, das ist eine Allergie. Also ich habe übel speziale Heuschnupfen. Aber ich bin bisher noch nicht gekommen, mir irgendwas dafür zu kaufen. Aber ich muss sagen, so Cetirizin und so, der ganze Bums funktioniert bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich dagegen eine, weiß ich nicht, so eine Immunität aufgebaut habe, aber wenn ich die Tablette nehme, ich werde nur müde, aber es bringt halt nichts. Oui, oui, mon petit copain. Oui. Urgelking, mal gucken, mal gucken. Wieso haben alle irgendwas an der Nase oder Halsschmerzen? Ich weiß es nicht. Coppens, du bist einfach ein Übermensch und deswegen hast du wahrscheinlich nichts. Alter, Luigi im Hintergrund richtig am Dance. Ich vermisse Gandalf oder Shrek. Ja, Bro, Gandalf oder Shrek kommen auch noch oft vor. Gandalf kam diese Woche sehr, sehr oft vor. Lord, ganz gut, würde ich sagen. Knapp 90 Likes haben wir. Jawollo! Habt den Stream schon geliked, Freunde? Wichtige Frage an der Stelle. Schon mal an Mykosensensibilisierung? Aber muss man das nicht alle paar Monate machen? Gibt schon Besseres als Cetirizin, lass dir was verschreiben. Aber mein Arzt verschreibt mir immer dieselbe Kacke, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Deswegen zieh ich's durch. Also, meine Heuschnupfensaison geht bis Mitte Juli und dann bin ich durch. Deswegen, ich hoffe noch drauf, ja, einen Monat durchhalten. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Ich habe mein Leben vollkommen unter Kontrolle, was Einkaufen etc. angeht. Ich habe heute Morgen erstmal meine Bude ein bisschen aufgeräumt. Aber es wird Zeit, dass ich später mal einkaufen gehe. Ja, ich weiß nicht, ey. Ich komme nie zum Einkaufen. Hashtag Cancel Arzt. Ja, es gibt sowieso noch kaum gute Ärzte, muss man einfach so sagen. Aber mein Arzt ist Dr. Holiday. Daisy, grüß dich, Mann. Ich freue mich krass auf Strikers. Ja, same. Das wird gut. Johnny, grüzi. Nicht vorm Computer sitzen, wenn man krank ist, kriegt weh. Ich bin ja nicht krank. Also wenn, dann müsste ich ja 2 Monate keinen Content liefern. Hübi meinte, dass Sonnenblumenöl in der Nase hilft. Ich weiß es nicht. Also ich kann es mal probieren, aber ja. Bist du Team 80 Cent? Ja, sowieso. Also ganz ehrlich, du musst Jeff Bezos sein, um 3,20 Euro Pesto zu kaufen, den teuren. Wie heißt es vom teuren, von der teuren Marke nochmal? Wo ich keinen Unterschied schmecke? Jalen, hi! Er meinte Sesamöl und nein. Ich hab nur eine Nachricht vorgelesen. Oh, schmackhaft. Mir steht heute Aufräumen noch bevor. Ich hatte so gar keine Lust drauf. Asta, ganz laut Mucke anmachen und durchziehen. Und ich liebe dieses Gefühl, wenn die Wohnung aufgeräumt ist, dann fühlt man sich einfach produktiver und wohler. Kommt bei mir nur selten vor. ich hab Bock auf Strikers. Gestern war Hübi ein bisschen laut. Okay, mal schauen, wie ich mich heute schlagen werde. So, spielst du das Spiel auch online? Safe. Also ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Tutorial etc. Dann werde ich bestimmt 1-2 Offline-Matches spielen und dann werden wir mal in den Online-Modus starten, oder? David mit der roten Nase. Ja, sowieso. Freu dich auf die Krankenkasse. Warum freue ich mich? Warum auf die Krankenkasse? Hab vom Konzert paar Sachen hochgeladen. Von welchem Konzert jetzt nochmal genau? Ich hab's leider vergessen, Bro. John, ich hoffe, das Frühstück hat dir auf jeden Fall gemundet. Tutorial ist sehr wichtig für Strikers, das definitiv komplett durch. Glaube ich. Also Mario Strikers ist bestimmt eine Abwandlung von Smash Bros. So gefühlstechnisch von der Steuerung her. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Junge, deine Küche ist ein reinster Saustall. Du hast deine Küche safe noch nicht aufgeräumt. Bro, ich hab angefangen. Ich habe schon mal das schimmelige Essen weggeworfen. Das war einiges. Alter, yo, die Sixbots haben ein neues Profilbild. Alter, die Sixbots haben ein neues Profilbild. Was ist da los? Ja, Kasu, aber bei welchem Game ist das nicht so, dass der... Ja, okay, da gibt es bestimmt ein paar Beispiele. Aber der Online-Modus, der macht safe mehr Spaß, definitiv. GD, guten Morgen, hi.
Neue Bots? Ich glaube ja. Ey, die Bots haben sich verändert. Alle sagen das, Freunde. Alle sagen das. Herr Hübi, der Alkoholiker, warum denn? David, du machst so gute Streams und Videos. Dankeschön, Julian, das freut mich, Mann. Yo, einfachen Haken. War da ein Haken hinter? Jo, stimmt, Haken als Profilbild. Die Sixbot 2.0, die haben sich weiterentwickelt. Jetzt fehlt im Game doch nur noch die Möglichkeit, FIFA-Packs zu öffnen. Kann man da auch Spieler, also... Nein, gibt's nicht, bestimmt nicht. So irgendwie, kann man da Spieler freischalten, die irgendwie besser sind als andere? Die Demo habe ich nicht gespielt, nein. Und Felix Gaming TV, was geht, Mann? Welcome back. Alles erklärt, die Wette auf, Watte auf meinem Essen gestern. Das war also schimmliges Essen, was du mir gegeben hast. Safe. Boah, vor allem... Nein, das zeige ich jetzt nicht in die Kamera. Aber wusstet ihr, dass Metzumix schimmeln kann? So, jetzt mal abgesehen vom Meme. Jetzt mal Real Talk. Wusstet ihr, dass Metzumix schimmeln kann? Ich bin hier letztens, diese Woche hier am Aufräumen im Wohnzimmer. Und das Ding ist, ich sammle so alle Flaschen neben dem Schreibtisch. So, im Hintergrund sieht es immer aufgeräumt aus. Real Talk. Ja, Moment. Da sieht es immer sehr, sehr gut aufgeräumt aus. Aber so alles drumherum ist halt übelste Saustall gefühlt, ne? Wie soll das gehen? Odyssey Hero, Dankeschön für deine Membership, für die Frische. Vielen lieben Dank. Wie soll das gehen? Das glaubt ihr mir nicht, oder? Und ich war... Digga, wie ist das möglich? Ich habe das noch nie gesehen. Na gut, muss ich später mal wegschütten. Hex ist weg. New Super Mario Bros. 2, aber eine Münze gleich, schimmliges Mezzomix. Bah, dann ist da aber irgendwas drin. Ja? Aber, also, ich weiß es nicht. Moritz, moin! Ey, ihr wolltet es sehen, Freunde, ihr wolltet es sehen. Meine Küche zeige ich euch besser nicht. ein eigenes Biotop in Davids Flasche. Ja, safe. Yo, Odyssey Hero, vielen lieben Dank für deinen Support. Da ist der Lurz. Maus, danke für deinen Support, Diggi. Wasser mit Zucker kann nicht schimmeln. Ja, aber vielleicht sind da irgendwelche anderen Stoffe drin. Keine Ahnung. So, David, ich bin pleite. Ey, Jonas, ich hoffe, dass du nicht zu viel gespendet hast, Meister. Real Talk, Mann. Hier und Park, grüß dich, moin moin. Metzumix ist Gift, ungeahnte Unrecht. Oh shit, mach Roomtour. Es gibt schon eine... Achso. Ah, ihr meint wegen... Ja, okay, hier geht's. Aber ich kann die Kamera ja eh nicht mitnehmen, von daher alles easy. Zino, es geht! Und yo, Bowser! Danke für die Plus-Plus-Memberschaft. Vielen lieben Dank! Twitch, Twilight Princess Musik passt gerade sehr gut. Safe, oder? Marvin, guten Morgen! Nee, Spezi ist schon besser. Und Keki kenne ich, ja. Vielleicht wegen der Plastikflasche? Kann sowas wegen der Plastik... Nein, safe nicht. Lachsfeil, Ehre für die Herz-Emojis. Aber das Game hat instant so Bock gemacht. Ich glaube, dass sie auch safe Spaß machen wird. Ey, ich bin so gespannt. Ich freue mich, wirklich. Ich freue mich. So, ich war nicht schon mal vor. Manchmal ist der Torwart sehr lost. Das glaube ich, ja. Mr. Game, ich habe keine Ahnung. Tristan, einiges. Und was geht bei dir? Ich habe mal einen Big Tasty, 2 Wochen. Aber Kevin, wenn man McDonald's-Burger irgendwo liegen lässt, die sehen nach einem Jahr genauso aus. Das ist halt richtig gruselig. Vielleicht, weil das Plastik so durchnässt ist? Das ist... Ich glaube, das ist eine gute Theorie. Also, das ist gar nicht so schlecht, weil manchmal... Oh! Yo! Jetzt weiß ich, wie es entstanden ist. Hör zu! Moment. Warte. So, Detektiv, Detective, Conan, Music... Warte. Erstmal Felix, vielen lieben Dank für 2 Euro. Moin, was geht? David, ich freue mich schon aufs Spiel. Vielen lieben Dank, Mann. Ich freue mich auch mega. Und ich sehe es schon im Chat. Bro, ich sehe es schon im Chat. Okay, jetzt kommen erstmal die Alerts. Jetzt. Haus, Maus. Danke für deinen Support, Diggi. Triforce, I'm sorry. Sie lügt an meinem Miracle, nicht an meinem PayPal. Odyssey Hero Flex 20 Euro. So werden alle gegrüßt. Du verdienst das Einfick.
Hoff, du siehst DIR Alle Hypershot Animations, Dirch Dein Ace. Alle einen schönen Tag und nicht vergessen, den Ich bin ein taubes Würstchen! Du bist ein taubes Würstchen! Felix Gaming TM ist ein taubes Nüsschen 2 Euro. Moin, was geht, David? Freue mich okay. auf das Spiel. Wir fangen ganz in Ruhe an, okay? Okay. Ich würde sagen, wir wiederholen den ganzen Bums mal. Erstmal, Digga, Moment. Das kam alles sehr, sehr gleichzeitig. Wir fangen erstmal. Ja, okay, wir haben jetzt einen neuen King. Alles gut, ist in Ordnung. Alert Overlord, try for save. Erstmal, Odyssey Hero, vielen Dank. Odyssey Hero Flex 20 Euros. Sue, du verdienst es einfach. Hoff, du siehst DIR alle Hypershot Animations durch dein Ace. Hoffe, du ziehst dir alle Hypershot-Animation durch die Nase. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber bestimmt, definitiv. So, Felix Gaming, Dankeschön für 2 Euro. Ich freue mich auch riesig aufs Game. Und Triforce Hero jetzt nochmal. Und Headhunter, ich sehe es auch. Ich sehe es auch. Vielen lieben Dank für die frische Membership, Mann. Dankeschön. Die Stimme. Triforce, Mann. Sorry. Du hast nichts reingeschrieben anscheinend. Oder nur am Anfang. Wenn ich jemanden übersehen sollte, nimm's mir nie persönlich. Wieso werden alle gegrüßt, nur ich nicht? So. Nein, Spaß, kein das, Stress. Das sind Fake hoffe, News, ihr Mann. Ihr habt alle gut geschlafen und habt alle einen schönen Tag und nicht vergessen, den Stream zu leaken. Hört auf Triforce, den Stream. Headhunter, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. 113 Likes von 187 Viewern. Freunde, jetzt wird's aber mal Zeit, oder? Dankeschön. Triforce, und hab ich's übersehen. I'm sorry. So, jetzt. So kam Odyssey Hero so. Das ist ein heftiger Start. Sebi! Danke für 1,75. Dankeschön! Tschüss! Wie lange geht der Stream noch? Ey, Kali, wir haben gerade angefangen. So, Moment. Erstmal Detective Conan Musik. Ich glaube, das ist Copyright. Das lasse ich mal besser. Okay, das kann man laufen lassen. Das ist kein Copyright. Das habe ich für Videos schon ein paar Mal benutzt. Also, Freunde! Meine Theorie, warum Metzumix geschimmelt ist. Diese Metzumix stand hier, glaube ich, schon seit Winter. Und meine Heizung ist auf der Seite. Da stelle ich auch immer meine Flaschen ab. Und hin und wieder kann es sein, dass eine Flasche zu sehr an der Heizung steht. Und manchmal war die Flasche von innen beschlagen. Das ist meine Theorie. Freunde, war das heftig? Ja, die 1,75 sind halt echt als Meme hier. Die sind echt irgendwo ein Meme. Gefühlt. Definitiv, Mann. He is a doctor. Mimi nutzt sie auch. Ja, die Conan-Musik ist einfach nur nice. Danke. Gerne, Daisy. Adi, einen wunderschönen guten Morgen. Gute Theorie. Ich glaub, ja. Denkst du, du knackst die nächsten 2 Wochen die 20.000 Abos? Also, wenn's wie jetzt weitergeht, ja. Aber du, ganz entspannt. Ganz entspannt. Zockst du heute auch gegen... Ja, safe. Also, Community-Zocken muss sein in so einem Game, oder? So, Sherlock David, dankeschön. Payne, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wenn die warm ist, würde ich ja... Ja, eben. Ich glaube, daran liegt es halt. Mach mal Backpulver in die schimmelige Metzumix, dann explodiert der Schimmel. Ist das so? Aber ich habe kein Backpulver hier. Erstmal schnell werde ich es kaufen gehen. Wer hat die Metzumix schimmeln lassen? Ich. Klein David, guten Morgen. Weißt du schon, wann du morgen streamst? Ich denke mal, also ab 19 bis 20 Uhr auf Twitch morgen, denke ich mal. Also eher gegen Abend. Aber einfach, ne, Glocke aktivieren oder, ja, irgendeine Benachrichtigung, dann klappt das schon. So, apropos Abo, abonniert die 2 Kanal, Freunde. Yeah. Mit dem Backpulver. Ja, mach. Ich habe leider kein Backpulver hier. Ah, es wäre schon ein cooles Experiment, oder? Erstmal ein Chemiekanal werden. So, nächstes Mal auf The Food Theorist von MadPad. Wieso schimmelt die Metzumix von David? Ja, und Mr. Chicken, ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß am Wochenende. Ehrenvoll. Weil mal, da musst du halt Hübi Run machen. Das ist eine gute Idee. Aber was passiert mit dem ganzen Ding hier? Odyssey Hero! Dankeschön. Shadow Toad, ich ignoriere dich nicht. Linus, guten Morgen. Hi, hi. Okay, nice, freue mich schon. Jetzt erstmal, ja, Gustav, ich freue mich auch mega. Odyssey Hero, vielen lieben Dank. Kann er nicht mitspielen, Switch vor 2 Monaten. Bro, wie ist das passiert? Aber vielen lieben Dank für 5 Euro. Dankeschön, Meister. Lass mal starten. Yo, Max, du hast recht. Ich höre auf Max. Alter, die Süxbots! Die Süxbots!
Also, Freunde, ich habe es mir heute Morgen wieder als Download geholt. Ich muss sagen, ich habe mir viel zu viele Spiele als Download geholt, weil eigentlich will ich physische Games haben, aber ich komme halt nicht in den Laden. Huch. So, besser, mittig. Sixbots mehr Hype als alles andere gefühlt. Ja, safe, ne? Okay, ich bin gespannt. Mario Strikers, here we go. So, wahrscheinlich kommt jetzt noch irgendein Update oder so, was ich übersehen habe, vermutlich. Who knows? Who knows? Okay, Ladevorgang, here we go. Ganz kurz hier was im Leck. Da ist der Lurk. Vielen Dank, Meister! Odyssey Hero, dankeschön. Download 10 Euro teurer? Unterstrich Wittler LP. Kann leider nicht mitspielen. Wird vor 2 Monaten geschrottet. Das Intro ist echt Baba. Triforce, das ist eine gute Idee. Bruder, Baba Intro. Ich finde, das sieht halt übelst abgespaced aus. Pascal sowieso. Aber ich muss sagen, anders kann ich es nicht. Sans wurde gesperrt. Ja, wahrscheinlich hat er gespammt, oder? Also, die Mods hatten bestimmt irgendeinen Grund. Jonas, danke für 4 Monate. Und Karl, moin. Im Laden kostet es 50 Euro. Ja, Freunde, also, ja. Ich weiß nicht warum, aber für Videospiele gebe ich immer viel zu viel Geld aus. Wie letztes Jahr mit Mario Golf, Pokémon Snap. Da werde ich mal bei meinem Laden schauen, ob ich Geld habe dafür. Wenn es 50 Euro kostet, ist es auf jeden Fall angenehmer. Wenn du Online-Funktionen nutzt, können deine Nutzerdaten aus dem Spiel mit anderen geteilt werden. Datenschutztechnisch nicht in Ordnung. Oh shit, Kerstin, hi! Alles klar, Jonas, viel Spaß und Moritz, guten Morgen erstmal. Johnny, das freut mich, dass du hype bist, Meister. So, das heißt Fußball und nicht Handball. True, eigentlich schon. Machst du heute auch einen Club auf, David? Einen Club auf? Kann man einen Club eröffnen? So, hallo und willkommen bei Strike, ein Wettbewerb der Superlative. Mein Name ist Fußbot. Füße. Ich arbeite als Trainer in der Galactic Strikers Federation, kurz GSF genannt, okay? Hab die Spiele immer vom Mediamarkt bestellt, hab's sogar häufig zum Release bekommen. Hab dazu noch ein... Okay, ja, ich muss unbedingt Vorbestellungen machen, ich merk's schon. So, erstmal Training, Freunde, let's go! So, der Fußbot, laufen und schießen. Ich würde sagen, wir gehen alles durch, oder? Es wird ein 100% Let's Play, Kappa. Aber man kann einen eigenen Fußballclub eröffnen, sehe ich gerade, beziehungsweise lese ich. Kumpelot, moin! Und Leon, servus! Hallo, ich bin's Fußbot. Willkommen bei meiner Lektion Laufen und Schießen. Die GSF hat mir aufgetragen, dir die Grundlagen von Strike beizubringen. Von mir wirst du alles lernen, was du können musst, um auf dem Spielfeld erfolgreich zu sein. Okay! Ey, guck mal, die Meute draußen, sie ist am Beben. Toads, Yoshis... Digga, das sind einfach irgendwelche Klone da oben. Der Fußbot. So, wenn du alle meine Lektionen abschließt, kannst du es sicher zu einem Top-Striker bringen. Lass ihr beim Erlernen der Steuerung Zeit und vergiss nicht, Übung macht den Meister. Ich bin ready. Beginnen wir damit, wie du den Charakter über das Spielfeld bewegst. Hierzu verwendest du einfach L. Fabi, moin! Wow. Ey, guck mal. Ich hab das Laufen gelernt, Freunde. Woo! Yeah. Du kannst auch Sprints einlegen, um schneller voranzukommen, allerdings ist es auch anstrengender. Sprinte also nicht zu viel, sonst kommst du irgendwann vor Erschöpfung. Macht auch irgendwo Sinn, oder? Laufe, L, halte, ZR gedrückt. Junge, sind wir hier bei FIFA? Und bam, Junge! Okay, ich fühle dich schon. Wer hätte das gedacht? Oh. Achso, ich muss mehrmals sprinten, ich verstehe schon. Okay, 3, 4, 5... Okay, aber er ist schon so minimal ein Gimpel-Tutorial, oder? David hat's laufen gelernt. Du, Matti, Übung macht den Meister. Fußbot, das klang im Kopf der Nintendo-Entwickler besser. Safe, oder? So, wer braucht FIFA, ne? Du kannst in der gegnerischen Hälfte aufs Tor schießen. Okay. Drücke kurz auf A. Yeah!
Kuss geht raus. Du, Spiegel. Ja, nur ohne Regeln. Und CAC, grüß dich. Hi. Wo ist mein spielbarer Shy Guy? Ich weiß es nicht, Mann. Kann man Shy Guy nicht spielen? David mit 5. Mama, ich hab laufen gelernt. Mama, wo bist du? Mama ist Milch holen gegangen. Okay, jedes Neugeborene. Ich hab das Laufen gelernt, PogChamp. Einen aufgeladenen Schuss gibt's auch, okay? Halte A gedrückt und lass den Knopf wieder los. Alright. Gibt nur 10 Charaktere. Hä, safe. Achso, ich muss wahrscheinlich stehen bleiben dabei, oder? Je nach Spielziele kann man sein perfektes Team zusammenstellen. Ah, okay. Yeah! Buhu, Knochentrocken oder Hammerbro spielen. Das sind alles super Charaktere, die fehlen. Vor allem Hammerbruder. Und die waren früher dabei, wie es scheint. David ist jetzt schon Pro. Safe. Ey, Freunde. Das geht bestimmt wieder in so eine FIFA-Richtung wie damals. Ohne Witz, ich spiele nie wieder FIFA, weil ich bin süchtig. Das endet nicht gut. Muss FA-Code zeigen. Ach, oh no! Oh Mann, die Freundesliste ist schon so rappelvoll. Ja, okay, das kriegen wir schon. Ja, dann spiele ich gerade absolut mit dem falschen Account. Da muss ich den Account ändern, weil auf dem jetzigen Account ist kein Platz. Hm, schwierig, warte mal. Drücke kurz A oder halte A los und dann... Hä? Drücke kurz A oder halte A? Ach so, ja wow. Kann ich das jetzt skippen? Ah, shit, Mann. David direkt süchtig. Ich sag's euch, ey, ich sag's euch. Mist. Im Gamecube-Teil gab's Daisy, Robos, Toads, Birnus, Hammerbruder, Koopas und das ist der erste Teil. Da siehst du mal, wie viel eigentlich schon... Ja, okay. Vielleicht wird's nachgepatcht. Ignoriert mich nicht, MP4. Dann mach das Tutorial mit dem Account und spiel mal mit dem anderen. Ja, das machen wir so, das machen wir so. Morbius, grüß dich! Ayo! Ey! Achso, lol! Okay, okay. Die erste ernste Situation. Freunde, let's go! Ich glaube an mich und mein Ziel. Digga, was soll das bitte? DLCs, stimmt, DLCs. Kann ich auch Lupfer? Kann ich einen Lupfer? In FIFA würde ich einen Lupfer machen. Junge, was soll ich machen, Mann? Hä? Okay, alles gut. Okay, da kann man Lektion einfach beenden. Alright. Nee, Digga, ich will ein Tor schießen. Ha! Huh! Ey! Ich will ein Tor. Okay, jetzt kann man das Tutorial beenden, ne? So, warte mal. Lektion beenden. War eine gute Lektion. 30 Euro pro Charakter, Kappa. Ja, mindestens, oder? Du musst ihn bedrohen. Stimmt. Oh, shit. So, laufen, passen. Man kann passen. Ja, komm. Ganz ehrlich, wir werden alles so grob spielen und dann habe ich ja die Steuerung grob drauf. Du kannst mit L die Schussrichtung ändern. Ja. Safe. Aber, ja, okay. Ich brauche mehr Übung. Aber sowas wie ein Lupfer wäre halt cool. Ich habe gehört, dass es in den nächsten paar Updates 10 Charaktere. Aber es ist nur eine Vermutung. Okay. Kommen wir zum Passspiel um den Ball. Einfach B drücken. Okay, kriege ich hin. Vermutlich. Du darfst nicht zu nah ans Tor, sonst checkt er dich weg. Ja, ist ja langweilig, Freunde. In FIFA war das erste Reiz dahinter. Yeah! Der Passmeister. Jetzt kommen wir zu Pässen, bei denen der Ball im hohen Bogen fliegt. Solche Lupfer sind ideal, um den Ball über den Gegner zu heben. Okay? Y? Ich will das über einen Torhüter machen. Da will ich einen Lupfer hin droppen. Hey, Handspiel, Bro. Oh, Justin, wie kommt's? Lupfer L1 im Kreis, ja. Ich hab's auch ausprobiert, hat nicht funktioniert. So. Yo, Tobias! Junge, moin, David, du erotischer Hengst? Fragezeichen. Ey, nicht nur Fragezeichen. Moin, David, du erotischer. Und richtig homoerotisch wird das hier. Warte, was kann ich drücken mit L, um Charakter zu steuern? Ah. Ach so, damit kann man wechseln, ich verstehe, okay? Die Execution, mir geht's wunderbar und selbst. FIFA ist... ja, Boomlik, ne, will ich nicht zu laut sagen. Viel Erfolg, yo. Ja, und jetzt? Yeah! Oh! Alter, ich freue mich gleich auf die... Ja, okay, eigentlich... Ohrpass. Yo, habt ihr das gesehen, Junge? Das war strong. Okay, Lektion beenden. Das haben wir auch schon gelernt. Bam. Ayan, guten Morgen. Liebeslanze, Liebeslanze.
Okay, Lektion beenden. Lektion beenden. Ich will dieses Spiel auch unbedingt kaufen, aber wenn ich 10 Euro sparen, warte ich bis ein... Ja, verständlich. Absolut verständlich, würde ich genauso machen. Aber heute Morgen bin ich in keinen Laden mehr gekommen. Peach ist auch stark in dem Spiel. Ich freue mich schon auf Peach, die Süße. Unge hatte recht, Milch ist Gift. Aber warum, wie kommst du darauf? Wie viel kostet das Spiel auf Instant Gaming? Ich habe keine Ahnung, da musst du mal googeln. Und Blitz, guten Morgen! Guten Morgen! Und Darke Zai. Als erstes steht das Tackling auf dem Programm. Beim Tackling wird der Gegner umgestoßen. Warte mal, du bewerkstelligst das, indem du Gegner... Okay. Hä? Ach so! Junge, das wird mein Lieblingsknopf werden. 70 Euro auf Instant Gaming? Hä, warum ist denn das teurer? Das macht ja gar keinen Sinn. Bleib, Junge! Alter, Lukas, grüß dich! Ich grüße dich, Madame Rosalina ist dabei. Wo ist Rosalina? Moment, 3 Euro billiger, also 57 Euro. Aber im Laden kostet es 50, meinen einige. Warte, halt und lass den Knopf dann los. Ah, ich verstehe. Instant Gaming, 58 Euro. Alright. Julian, guten Morgen! Ah, shit, das war zu wenig des Guten. Yeah! Ach, bei der man kann Rosalina spielen? Ja, moin! Falls du mit dem Aufladen begonnen hast und ich plötzlich einen Gegner in Tackling entscheide. Und dich plötzlich gegen ein Tackling entscheidest, kannst du die Aktion B oder R abbrechen. Okay. Das war nicht so gut. Hä, Miss? Prima! Hä, wie breche ich die Kacke denn ab? B gedrückt? Achso. Wow. Ey, das Game... Ja, okay, das ist echt cool. Oh, sorry. Hoppala. Hoppala. So, Mezzo-Milch ist beste Mischung. Wozu denn auch 3 Frauen-Chaos-Pirat? Okay, für Rosalina hole ich mir das Game. Verständlich, Mann, verständlich. Würde ich genauso machen, deswegen habe ich es gemacht. Es gibt auch automatische Spieler wechseln. Ui. So, angenommen, du führst den Ball und den Gegner möchte ihn mit Hilfe eines Tacklings erobern, ja? In diesem Fall hilft dir eine Finte, mit der du dem. Mit R! Ah. Geht das auch am Torhüter? Ey! Du Sack. Okay, komm nochmal. Bin ich ausgewichen? Nein. Ach, Digga, mit R, nicht ZR, ich Vollidiot. Scheibenkleister. Das Ableck-Tackling. Ich sag's dir, Mann. Okay, here we go again. Woo! Aber kann ich den Torhüter austricksen? Und bam, Junge! Man macht bei Instant auch nicht deutsche Rechnung, immer Schweizer. Citro, funktioniert das? Weil bei der deutschen Rechnung muss man immer eine Kackgebühr oben drauf zahlen. Drücke R und zur Seite. Ey, warum wurde ich hops genommen, Mann? Kannst auch mit L ausweichen. Alles okay, ist cool. Hui, leider verfehlt. Leider. So, eine Sache noch zu finden. Sie sind sehr anstrengend und du solltest auch stets beachten. Okay. Oh. Schade, Marmelade. Oh, Digga, das macht... Ey, ich freue mich schon so sehr auf die Games gleich. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh nein. Ich habe die Steuerung schon wieder vergessen. Alter, das wird so funny gleich werden. Das wird gleich so funny werden. Junge, jetzt hol doch einer den Ball, Mann. Bam, Junge. Okay, das wird cool werden. Ich freue mich schon, ich freue mich schon. Aber ich muss mir echt die Steuerung erstmal zu Gemüte führen. Besser als Messi, dankeschön. Ja, und wenn wir mit umladen, es gibt ein Spiel auf Steam, das ist nur 10, das heißt One Shot. Ich habe Fourth Wall Breaking habe ich noch nie gespielt. Kenne ich nicht. Direktspiel. Erfahre, wie du mit Direktpässen und Direktschüssen das Kombinationsspiel der Mannschaft beschleunigst. Okay. Erfahre alles Wichtige über den Erhalt. Okay. Hyperschüsse. Okay. Ja, Direktspiel brauchen wir nicht. Komm, wir gehen mal zu Items. Sindolo, moin! Alles klar, Lord. Bis später. Peach Torjubel ist stabil, wenn du weißt, was ich meine. Was passiert denn da? So, auf geht's. Mit Items. Wenn die Zuschauer dramatische Action geboten bekommen. Fehlt da ein Wort?
Für Veteranen heftiges. Ey, das glaube ich, Pascal, das glaube ich. Kerstin, hau rein. Fehlt da ein Wort? Wenn die Zuschauer dramatische Action geboten bekommen, werfen sie manchmal vor lauter Begeisterung Fragezeichenblöcke auf das Spielfeld. Aber heißt nicht geboten bekommen wollen? Weil die, da fehlt nichts. Ja, aber guck mal, die wollen das ja geboten bekommen wollen. warte. Wenn die Zuschauer dramatische Action geboten bekommen. Aber sie bekommen das ja noch nicht. Sie wollen es ja bekommen. Deswegen werfen sie ja... Für mich fehlt ein Wort. So, berühren Fragezeichen-Block, um den Item zu schnappen. Was für eines es ist, erfährst du allerdings erst, wenn es in deinem Besitz ist. Okay. Aber vorher sind sie ja nicht begeistert. Ja, deswegen werfen sie ja erstes aufs Spielfeld. Ist alles richtig. Sie bekommen dramatische... Ja, okay. Okay. Lassen wir es so. Tobias! Yo! Prima. Immer wieder gerne. Übrigens hast du meine Frage noch nicht beantwortet auf Insta, wie du Captain Meister, sorry. Findest. Instagram dauert immer ein bisschen bei mir, weil die DMs meistens minimal voll sind. Nee, das passt schon so. Ja, ich bin einfach blöd, Freunde. Ich glaube, daran liegt's. Oh, shit. Yo, Odyssey Hero. Die werfen, wenn die begeistert sind. Ja, aber die wollen doch Action bekommen. Deswegen werfen die das doch drauf. So hätte ich's verstanden. Aber Odyssey Hero, danke für 10 Euro. Tschüss. So, berühren Fragezeichenblock in der Farbe deines gegnerischen Teams. Okay. Achso. Okay, das war eine schwierige Lektion. Ja, das stimmt, Kai. David sagt, dass ich die Steuerung erstmal reinschieben muss, gibt aber das Tutorial ohne alle Anweisungen zu lesen. Odyssey Hero, ich würde sagen, ich bin ein typischer Heuchler. Und vielen lieben Dank für 10 Euro, Meister. Heute bin ich ein Star so wie Neymar. Jo, was ist hier passiert? Ich denke, das heißt, sie haben dramatische Action schon bekommen und werfen sie nicht, weil sie dramatische Action damit bewirken wollen. Ach, als Dankeschön werfen die das quasi. Jetzt habe ich es gecheckt. Odyssey Hero, vielen lieben Dank. Einmal Herz in den Chat. Tobi, Captain America, finde ich cool. Den finde ich echt cool. Und sorry, manchmal dauert es immer ein bisschen. Drücke X. Ach, lul! Okay. Yeah. David.mp4. Julian, das Bild fand ich sehr gut, muss ich sagen. Das Bild fand ich sehr, sehr gut, ja. Okay. Alter, ab Red Bombenprank, Junge! Bombenprank! Great. Wannabe, mir geht's wunderbar an selbst. Okay, Bananen gibt's auch noch? Das ist so stumpf, ne? Ja, okay, ich werde das Game, glaube ich, lieben. Wenn du einen grünen Panzer wirst, bewegt er sich in einer geraden Linie über das Spielfeld und stößt dabei Freund wie Feind um. Grüne Panzer prallen von Zäunen ab, also Vorsicht. Okay. Alles klar, Hammer Ali, viel Spaß. Digga, das ist zu funny, Mann. Das ist zu funny. Moin, Darik Pader, das freut mich, Mann. Und Sören, guten Morgen. So, der rote Panzer gefällt mir selbst am besten. Er steuert nach dem Abwurf automatisch. Oh, okay. Hä, ist ja voll von Mario Kart kopiert. Okay, zuletzt noch zum Sterben. Solange seine Wirkung anhält, bist du unbesiegbar. Rennst sämtliche Gegenspieler über den Haufen. Okay, finde ich cool. Das finde ich cool. Was klauen die denn? Ich habe keine Ahnung. Hui! Bam! So, Jona, moin moin. Here we go again. Stärken gleich OP, ich merk's schon. So, das Spiel müssen wir nicht machen. Lektion beenden. Alright, die nächste Lektion haben wir geschafft. Felix gleich Giga-Chat. Bay-Fi. Ist ja voll von Nintendo geklaut. Mega cringe. So, Hyperschüsse. Erfahre alles über die unglaublichen, wuchtigen Hyperschüsse. Okay. Die Items sind revolutionär. Ja, safe. Ist ja voll von Mario-Spielen kopiert. Also, dass Nintendo sich da nicht schämt, check ich auch nicht. Ey, Matt, die Stimme sieht schon ein bisschen aus wie Clank, ne? Oh. Good Usopp, Mi Club, Mo Club. Queen Boet, guten Tag! Guten Morgen! Oder guten Morgen! Hier ist wieder Fußbot. Alter, Fußbot ist einfach mein Lieblingsspot. Ehre, die Execution, Ehre. So, jeder Charakter verfügt über besondere Fähigkeiten. Okay, ja. Au. Also wie in Mario Fußball damals, ich verstehe. Nicht Fußball, sondern Dingenskirchen. Golf! Nein, Tennis! Warum verwechsel ich Golf und Tennis immer?
Aber wie sammelt man Münzen? Indem man Ganon besiegt. Letztendlich ausgelöst, mit einem voll aufgeladenen Schuss. Okay. Naja, an diesem Punkt wird es knifflig. Bei maximaler Ladung erscheint die Überschussanzeige. Okay. 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 Hä? Hab ich verkackt? Oh nein, ich hab verkackt, oder? What? Ja, und jetzt? Ist ja mega. Als ob. So wie die Mario und Luigi vertauscht. Ja. Ich weiß nicht warum. Meine Synapsen arbeiten anders. Okay, here we go again, ne? So, jetzt aber. Kann man das auch skippen? Okay. Momo, guten Morgen. Auf Blau. Okay, okay. Ich habe mein Bestes gegeben. Muss ich noch irgendwas machen? Aua. Hä? Yo, Bro. Na, wie ist es angefühlt? Gut? Ja, ja. Mehr oder weniger. Nein, man kann nicht. Sind eh nicht allzu lang. Okay, ich verstehe. Hyperschuss? Ja, fast. Wenn du beides blau machst, hast du 100%. Ach so! Diese Animation, oh je. Kai, was ist los? Cookie Bro, was geht, Mann? Dir geht's wunderbar und selbst. Ha! Ha! Ja! Pika braucht guten Morgen. Hey David, ich habe heute ein Meisterschaftsspiel. Someone, in welchem Sport? Aber viel Erfolg erstmal. Streamer bitte mit Mia Julia. Mia Julia wird man nie wieder los. Aber why? Zwei Tore, bin jetzt auch dabei. Inu Animations, das freut mich, Mann. Okay, und Biberkönig, guten Morgen. Schieß mal mit Peach. Stimmt, ich bin so lost. Warum schieße ich nicht mit den anderen? Gib mir noch mal den Ball, bitte. Ah, nee, ich bin echt... Ah, okay. Und grüß alles, moin moin, hi hi. Jonas hat Spaß, den Namen abzuändern. So, bin dann schlafen. Momo, hä? Ey! Yo! Was soll das denn, Mann? Yo, Meister, dankeschön. Ich bin mal mit Bowser... Nee! Alter, ich bin noch zu beschissen aktuell. Weil ich... Ich will sehen, warum alle sagen, David, schieß mal mit Peach. Alles gut, wir kriegen das hin, okay? Okay. So, Peach, mach mal, mach mal. So, wir schießen einfach aufs Tor, Junge, nein! Aber ich will die Animation sehen. Nash, was geht, Mann? Was geht ab? Und warum sollte ich mir die Animation jetzt angucken? Das ist einfach ein freaking Herz. Tschüss! Los! Ach, das ist doch ein Witz. Ja gut, okay, Lektion beenden. Alright. Schon schlecht, dass du den nicht gehalten hast. Das war schon ein bisschen cringe von mir. Also ein bisschen schäme ich mich aktuell. So ein bisschen. Für Sims wahrscheinlich. Ja. Ja, ich lasse es so stehen. So, perfekte Techniken. Okay, weiter geht's. Animation beim normalen Schuss. Ach, beim normalen Schuss. Ah. Ich finde den Preis von dem hier einfach bodenlos. Donnerwürfel, meinst du 50 oder 60 Tacken dafür? David, ich geb mir Mühe. Als perfekte Techniken gelten Aktionen, bei denen du einen Knopf gedrückt hältst und dann nimm die... Ah, okay. Und wie mache ich das? Halte A gedrückt und lass den im richtigen Moment. Zu früh. Ja, wann ist denn der richtige Moment? War das der richtige Moment? Ah! Josh kann nicht wirklich überleben. Kevin anscheinend doch. Also es wurde zumindest im Chat reingeschrieben, dass es funktioniert. Aber ist schwer. Dafür hätten wir irgendwas finden müssen. Aber cool, dass du hier reingezogen hast, Meister. Yeah. Wenn es blau wird. Ja, jetzt habe ich es gecheckt. Wie der Alkoholiker, jetzt wird die Nachricht angezeigt. Und Neonre, hi. Rosalinas Hyperschuss musst du dir angucken, okay? Dann kurz... Okay, ich verstehe, ich verstehe. Zu früh. Gedrückt und lass den Knopf im richtigen Moment los. Ja. Denn man weiß nie, wann der richtige Moment ist. Ja, true, ne? Hätte ich auch gedacht.
Das hätte ich eigentlich auch gedacht. Okay, das war sehr gut getimt von mir. Yeah. Müller, Saturn, Media Markt kostet das Spiel bei mir überall 60. Wo habt ihr das für 50 gefunden? Warte, was? Ich bin gespannt. Perfekte Direktpässe können nicht von gegnerischen Spielern abgefangen werden. Okay, und wie mache ich das? Drück zuerst kurz BY, halte B und lasse genau im richtigen Moment los. Hä? Ich check nicht, was das Game von mir möchte. Drücke zuerst kurz BY. Jetzt? Hä, was habe ich gemacht? Okay. Mann, Peach läuft immer dazwischen. Zu spät? Ist ja mega kompliziert mit dem Passen. Werde ich nie spielen. Zu spät? Hä? Aha. Jetzt habe ich es gecheckt, glaube ich. Wenn er überlebt, bleibt er in den Minen zurück und wird zum Rand. Ach so. Hä? Jetzt habe ich es, Freunde. Kai kann ich verstehen. Also ist ja, hat ja auch mit dem Interesse zu tun. Warte, drück kurz B, A, halte A gedrückt, okay. Wild. Er sieht schon echt nice aus, aber ich werde halt hundertprozentig alle Techniken vergessen, wenn wir später spielen. Ey, was geht? Sepp, was geht, Mann? Bei der Rainer im echten Game wirst du safe oft an die Latte treffen. Ey, ich bin gespannt. Hab gerade eine Roomtour geguckt und fand die Sperma-Story von Stiggy verstörend. Einige fanden es lustig. Genau im richtigen Moment R drücken. Hui! Zu früh? Ja, wen willst du hops nehmen? Ach, das war im richtigen Moment? Ey, Yoshi, greif mal an. Zu früh, ja. Mist. Dein erstes Spiel wirst du auch aus. Ja, glaube ich, safe, hoch raus. Ja, also man muss schon sagen, die Steuerung, die ist halt echt. Die ist komplex. Wie ein Anatomiebuch. Let's go, grüß dich. Yeah. Bam, Junge. Ist die Lektion endlich vorbei? Ja, Lektion beenden. Also wir können gleich ins Game starten, Freunde. Lektion haben wir gleich durch. Ja, safe, Sepp. Auf jeden Fall werde ich mit euch zocken. Aber dafür muss ich gleich den Account wechseln. Übe die Alkoholiker, ihr bekommt schon die ganze Zeit Content. Vor allem, einige entdecken das Game wahrscheinlich heute auch zum ersten Mal. Dementsprechend ist es ganz sinnig, mit euch das Tutorial durchzugehen. Und es bringt im Endeffekt nichts, wenn ich ohne Tutorial in ein Spiel reingehe, wo ich gar keine Ahnung habe, wie die Steuerung funktioniert. So, safe, Fußball, ich bin bereit. Aber nur solange der Passempfänger nicht Opfer eines Tacklings wird. Okay. Warte, halte. Okay. Hä, halte L gedrückt und drück dabei B. Y. Ach so. Das finde ich cool. Jetzt, okay, spiel das Trainingsspiel auch noch. Da kriegst du 800 Münzen. Ist das wichtig? Wo brauche ich Münzen? Ja, du, Daisy, ich würde eine Münze werfen. Drücke und halte dabei. Und ja! Ja! Ja, das macht Spaß. Gaming Maxe, hallo! Für die Ausrüstung. Okay. Oh, Mikai, prima. Münzen sind nur für die Ausrüstung. Alright. Kannst dir Ausrüstung kaufen. Ich find's nice, wie das Game einen Tag raus ist und so übelst viele Experten schon da sind. Digga, das ist ja unmöglich, so ein Kack-Tor zu schießen. Pack Famous, moin, willkommen im Stream! Ja, und dann? Ach, während du A gedrückt hältst. Ja, hab ich getan. Okay, warte mal, drücke R, während du A gedrückt hältst, ja? Hä?
Ihr müsst den Stream liken. Richtig und wichtig, Freunde. Richtig und wichtig. Was ist das rechts von Grogi? Eine Spendenaktion? Das ist der Streamboss. Der wird durch Abos, Memberschaften und Spenden zerstört. Und... Der letzte, der dem Boss einen Gnadenstoß gibt, ist der neue Streamboss. Du kannst den Schuss... Ach so. Wow. Ja, aber ich hab den Schuss mit B abgebrochen. Hä? Odyssey Hero, ich halte nicht so viel vom Lesen, muss ich sagen. Ja, du hast schon recht. Mal sie in Richtung Mitspieler, drücke Y oder halte Y gedrückt. Okay. Warte, was? Sie in Richtung Mitspieler. Hä? Team-Tackling. Ach so! Team-Tackling. Moment. Da muss ich jetzt... Ach, lol! Okay. Okay, jetzt hab ich's. Moment, Bowser. Yeah! Wow! Jetzt hab ich's gecheckt. Cookie Bro! Danke für 2 Euro! Deine Streams-Videos bringen mich immer wieder zum Lachen. Vielen lieben Dank, Meister. Das ist super nett, Mann. Bam! Jetzt hab ich's gecheckt. So, Marius, einiges geht. Was geht bei dir? Erstmal 100 Euro würde mich komplett aus dem Leben zünden, wahrscheinlich. Ist so. Vor allem das Ding ist, wenn man sich mit anderen YouTubern unterhält, so kurze Stream-Probleme in Anführungszeichen. Wenn du ein neues Game im Stream spielst, du kannst dich danach meistens gar nicht mehr ans Game erinnern, weil im Stream konzentrierst du dich hauptsächlich auf den Chat, auf ganz andere Dinge, auf so, dass alles läuft und dementsprechend ist das Spiel meistens nebensächlich. Gestern die Schule geschmissen, in den Laden gesteppt und Mario Strikers geholt und einfach gesuchtet. Das sind Experten. Bratisch, ich hoffe nur, dass du einen Tag blau gemacht hast. Okay, hier wäre wieder das Tutorial gewesen. Alright, Lektion beenden. Ich werde eh das meiste vergessen. Jutmuk, alles was beinahe, was geht bei dir? Und Rosa... Freunde, come on. Alter, erstes Trainingsmatch. Auf andere Sachen, zum Beispiel Rosalina. So. Jubi der Alkoholiker, ich würde erstmal Trainingsmatches so ein, zwei spielen, bevor ich zu euch gehe. Weil ganz ehrlich, ansonsten ist der Frust schon bald da bei mir. Ich sehe es jetzt schon. Okay. So, Cookie Bro, vielen Dank mit 2 Euro. Ah! Hey! Hey! Junge, ich klatsch ihn weg, Alter. Scheiße, ich muss die... mit der Steuerung klarkommen. Das war nicht schlecht, glaube ich. Bamix Hype. Erstes Match heute. Wie werde ich mich schlagen? Hä, come on! Als ob, man. Bam! Junge, das Umliegen ist ja so nice. Okay, Digga, ist ja unmöglich. Jo, was soll ich denn tun? Für diese Elektro-Zaun. Super nice. Bro, really? Come on! Junge, ich nehme gleich einen Superschuss. Kann ja nicht sein, dass wir keinen reinbekommen, oder? Digga! Bendeno, guten Morgen und Melanie, grüß dich! Wie kriegt man hier einen Ball rein, Mann? Muss ich zielen? Brauche ich mehr Technik? Wo ist das Problem? Max, hi, hi, grüß dich. Ja, okay, alles gut. Ich krieg das hin. Vor allem, ich denke, ich bin voll krass, weil ich voll viele Lücken im Passspiel sehe, ne? Aber keine Chance. Jetzt reiß mir langsam. Das kann doch nicht sein. Beim Schießen zielen. Ist ja mega lame. Schiri! So, jetzt ein Superschuss. Superschuss oder cringe? Jetzt kommt der Superschuss, Freunde.
Hey! Will er mich umnieten oder was passiert hier? Ja! Yeah, ach stimmt, die Items muss ich auch nutzen. Die Torwarte wurden hier schwerer gemacht. Okay, ich verstehe schon. Muss ich hier eine Kurve lenken beim Schießen? Alright! Ist ja ultra sexy. Komm, lass ihn rein, Junge! Das ist, Alter, ganz ehrlich, das Game ist für mich einfach... Das ist... Oh! Nicht schlecht, Harry, guten Morgen! Aufgeladene Schüsse. Ja, aber meistens habe ich doch gar nicht so viel Zeit, oder? Also, wenn ich mit euch später spiele, werde ich never ever Zeit dafür haben. Never ever. Ja, okay, hat er auch gehalten. Ist in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung. Warte, ich habe Items, ne? Stimmt, die Items muss ich besser nutzen. Okay, die letzten sind 9, 7, 6, 5, 9. Mario! Mario! Nein! Ach, Golden Goal. Alter, wow. Lumpal, guten Morgen. 5-Sterne-Mannschaft gegen David mit 1 Stern. Wo, wie und was? Digga, hätte er den reingemacht, ich hätte das Game gequittet. Stream wäre vorbei gewesen. Junge, halt der Maul, ich wollte gerade mein Item zünden. Oh oh. Oh oh. Okay, wir haben den Powerschuss. Was ist da passiert? Wo ist was? Nein! Zubi-Chat! Controller bohrt sich immer, glaube ich, ey, dass der Controller sich irgendwann im Fernseher bohrt. David Salzgehalt fängt langsam an zu wachsen. Ja, kann ja nicht sein, dass man gar keinen reintrifft. Das Herz muss treffen! Das Herz des Fußballs! So, erstmal alle umnieten. Foulspiel gibt's nicht. Was ist ein Foulspiel, Kappa? Komm schon. Alter, ich hol gleich ein Messer raus und stech die Yoshis ab. Ich stech diesen Kack-Torhüter ab, Mann. Ah! Das ist fit! Das kann nicht sein! Ja! Junge, let's rage. Das Herz der Karten hat versagt, Mann. Yeah! Junge, das Spiel dreht sich halt echt viel, um richtigen Moment Items zu nutzen. Glaube ich, ey. Dolly, krass. Sehr, sehr krass. Und wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir auch. So, jawohl. Ich habe das Trainingsmatch gewonnen. Woo! RZ Bygos. Glückwunsch. Alter, ich habe David noch nie so salzig erlebt. Boah, da hast du aber noch nicht die richtigen Streams oder so gesehen. Franz, hi. GG, I guess? Ja. Du musst das mit Peach machen. Hä? Freunde, es ist ein Videospielcharakter. Okay, Rosalina kann ich verstehen. Ball besetzt. Ja. Torschüsse 29 zu 4. Ja gut, Fußball ist Ergebnissport, ne? Ja, moin. Ein Tipp von mir, achte darauf, dass du öfter deine Items benutzt. Ja, ja, ich probiere es. Ja, es war mein erstes Game. Das Tutorial habe ich gerade gefühlt geskippt, beziehungsweise einfach Leitfaden durchgespielt. Okay. Ja, Rild. Dann gehen wir mal zurück, ne? Und werden jetzt den Account wechseln, damit ihr gleich mitspielen könnt. So. Warte, achso, das müssen wir gleich machen, ich verstehe. Wenn David noch nie salzig gesehen hat, dann empfehle ich die Smash-Streams. Boah, Smash Bros, ey, deswegen streame ich das so selten. Gallia, wäre schon nice, wenn die das in der deutschen Version mit Frank Buschmann, das wäre so nice. Das wäre so cool mit Frank Buschmann. Ehre für Luigi auf dem Thumbnail. Ja, Luigi-Boy, weißt du doch, musst du. Sehr gut, wenn du nachher mal einen Überschuss auf dein Tor bekommst, kannst du versuchen, mit Quicktime-Events gegenzuhalten. Das ist cool. Hallo, Herr David von Rildinger. Wie geht's Ihnen an diesem wunderbaren Morgen? Mir geht's wunderbar. Guten Morgen. Hallo Warrior, wie geht's dir? Nächste Woche Smash? Nino und David, guten Morgen. Mal gucken. Nee, Dön, was geht? Benny, alles was Bein hat, was geht bei dir? Aber ganz ehrlich, David, dieser Torwart in dem Spiel kann man echt unter Vertrag nehmen. Ja. Ja. Mach dir mal einen Strikers Club. Meinen einige. Dann machen wir das mal.
Rosalina, komm noch. Ich wusste ja noch nicht mal, dass sie existiert. Ich wusste gar nichts über das Game. Training, Ausrüstung, Einzelspiel. Komm, ich würde sagen, warte mal. Ausrüstung. Wir gucken mal in die Ausrüstung. So, Franz, hau rein, Meister. Ciao. Ciao. Lege jedem Charakter Ausrüstung an, um seine Werte an deine bevorzugte Spieltaktik anzupassen. Shit, jetzt habe ich die 800 Münzen ja gar nicht mehr. Hat sich ja voll gelohnt. Ja, scheiß drauf. Okay. Charakter drehen, okay. Achso, oh, jetzt kann ich für ihn was kaufen. LOL, das ist super cool. Niklas, guten Morgen. Und Hydra, was geht, Mann? Sehr schön, Heidi Warrior. Dieses guten Morgen ist so gut. Guten Morgen. Fühle ich auch. Gefühlt hält der Torwart in jedem Spiel hier mehr als in FIFA. Meiner ist so schlecht, der lässt jeden rein. Nein, hooray. Kauf doch für Rosalina. Digga, jede vierte Nachricht. Ey, ich spiel mit Rosalina und Peach. Ey, mach mal mit ihren Hyperschuss. Guck mal hin, die Animation. Alexa, Lautstärke 10. Alexa, was ist ein Geier? Geier ist die Bezeichnung für eine Reihe meist großer bis sehr großer Arten der Greifvögel, die überwiegend oder ausschließlich Aas fressen. In den Anfängen der zoologischen Systematik waren die damals bekannten bzw. wahrgenommenen Arten der Geier zusammen mit der Harpyie noch in der Gattung Vultur vereint. Heute verteilen sie sich auf mehrere Gattungen in mehreren Familien und Unterfamilien, die, nachgewiesen durch Vergleiche von Gensequenzen, jeweils nicht unmittelbar miteinander verwandt sind. Okay, danke. Ja, guck uns Rosalina an, mein Gott. Okay, hi Rosalina. Was geht? Kann man für alle dasselbe kaufen? Ah, guck mal, wenn ich das kaufe, Technik hoch, passen niedriger. Ja, wir spielen erstmal ein Standard-Match, dann gucke ich mal, was ich aufbessern kann. Okay. Vertrauen wir? Weil das Gleiche, bei den Torschüssen bist du nicht der Einzige. Ja, okay, perfekt, das freut mich, das freut mich. Nee, Peach. Aber David Luigi ist schon sick in dem Game. Komm, wir spielen ein Match, dann fangen wir mit den Online-Matches an. Komm-Niveau, machen wir mal schwierig. Items ein, Überschüsse ein, Tag-Nacht spielen, nachts. Oh, cool. Ben, ich hab keine Ahnung. Nein, schau dir Toad an. Stimmt. Ja, Captain, Freunde, Auto. Rosalina. Ohne Ausrüstung, genau. Ich kann mir meine Teammember aussuchen. Das ist Zuschauerservice, was ich gerade tue. Das ist Zuschauerservice, Freunde. Und natürlich einmal Waluigi. Marco, hi! So, bam! Dann wäre ich soweit mit meinem Team ready. Ja, Digga, der Rest ist Zufall. Let's go! So. Yassin! Moin, moin! Grüß dich, Meister. The Simping Club incoming. Oh, Lavaschloss, schaurige. Boah, finde ich cool. Was nehmen die für ein Trikot? Ja, so eins. Let's go! Daily Gamer, moin! Digga, ist das Waluigi? Die hat die coolste, ich habe ein Tor geschossen, Animation. Ich bin gespannt, wie oft ich die Animation sehen werde. Ich habe noch keinen Striker Club, nein. Wir gucken mal gleich. Also könnt ihr dann joinen oder? Ey Daisy, ich kann dir nicht sagen, warum Daisy nicht da drin ist. Road kannst du, Toad kannst du Mittelfeld spielen, okay. Aber wo ist die dritte Chaya? Daisy. Kippen holen. Die ist wahrscheinlich Kippen holen aktuell. Okay, let's go! Oh, Sette hätte ich auch als... Bin gespannt, wie das schwierig wird. Ah, guck mal. Man hat gar nicht so viel Zeit zum Ausholen. Die sind hart am Rasieren, Mann. Ja, moin. Yeah, moin! Ah! Boah, Rosalina, diese Animation. Ich geh ab, Junge. Ich geh ab. Ich habe auch schwierig gestellt, ja. Um mich vorzubereiten, was gleich im Online-Modus passiert. Okay. Ha! Okay, zumindest ein Schuss. Finde ich cool. Digga, die springen alle. Ich kann ja nicht mal reingrätschen.
Hallo! 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 Ja, wo bin ich? Ich hab'n Ball! Scheiße, ich hatte den Ball! Okay, ah, geh dazwischen! Benny hier! Ah, guten Morgen! Spielt ihr auch online? Nein, Mann! Ich hab nicht aufgepasst, das zählt nicht! Ja, jetzt aber! Bam! Ja, mir fehlt die Technik, Digga. Mir fehlt einfach die Technik. Oh mein! Oh! Oh shit, Mann! Das fand ich... Ey, Aaron, ich sag's dir. Alter, die Sweet-Spots sind wieder da. Eigentor Comments würde ich niemals machen. Diese Animation hat Davids Leben bereichert. Und ich dachte, jetzt wartet irgendwas sehr, sehr krasses. Okay, wie lang? Zwei... Okay. Ich sag unter 6-0. Ich sag, ein Tor muss her. Digga. Was soll ich tun, Junge? So, ihr Penner. Hey, Schiri. Schiri. Was soll das denn, Mann? Das war safe eine gelbe. Alter. Jo, ich komm hier hin, ne? Oh, shit. Oh Mann, der Ball, der Ball! Oh, stimmt, ich muss viel mehr mit Items spielen, ich Vollidiot. Ja, aber die Sweet-Spots sind aber auch andere. Stimmt, ich kann sprinten. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich sprinten kann. Daniel, ich danke dir für den Tipp. Seht ihr, das ist so... Ich habe gerade das ganze Tutorial durchgeknallt. Ja, Digga, warum kommen wir... So, Mann. Was ist das denn? Okay, okay, wir kriegen das hin, wir kriegen das. Nein, 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 nein. Hey. Ach shit, ich hab Items, ich Vollidiot. Yeah! Mann, Fußballs Freunde sind im Chat. Ja, stimmt. Really? Hallo, Freunde! Ja, ich brauche Mitspieler! Ich brauche Mitspieler! Shit! Ich spüre Salzgehalt steigen. Ja, safe, Mann! Du hast gar keine Chance! Oh, yeah! Alter, Benny, meinst du? Ja, Bro, was ist das? Wenn die Gegner viel tackeln, würde ich auch versuchen, öfter mal auszuweichen. Stimmt! Ich muss erstmal alles erlernen, die Technik. Wunderbar. Stimmt, da hätte ich ausweichen können. Oh, schieß. Eine Balleroberung. Kommt selten vor. Ja, was schießt du? Du Larry. Oh, letzte Minute ist angebrochen. Junge, ich komme noch nicht mal durch die Mauer. Ja! Kann ich hier jemanden umbringen? Kann ich mein Messer rausholen? Leonard, welcome back. Digga, keine Chance. Keine Chance. Digga, warum zielen die? Zielen die oder? Komm, ich hol mir mal ein Item. So, du Sackgesicht. Friss Bombe. Friss Bombe, Mann. Friss Bombe! Yoshi, komm mir doch entgegen, Junge! Was soll das? Als ob. Hä? Ruhig. Ich hätte vielleicht mit Leicht starten sollen. Ja, wer hätte gedacht, dass ein Game so kompliziert werden kann, Mann? Also, Competitive ist auf jeden Fall incoming, oder? Mark, hi. Digga, Items. Zwischendrin setze ich doch Items, aber hier passiert so viel. Ja, Mario, halt dein Maul. Hier passiert so viel. Was soll ich tun? Achso, hier Bomb-Rank. Wow. Ja, wurde ich zugestellt. Was soll ich machen? Kann jemand mitzählen, wie oft ich heute noch sagen werde, was soll ich? Hat jemand Stern? Ich weiß ja nicht mal, wo der Ball ist. Ich sehe den Ball nicht mal. No! Hey!
Ja, aber jetzt mal Real Talk. Es war mein erstes Match. Ich brauche kein Tutorial. Auch David spielt auch schwer und wundert sich, warum er böse aufs Maul bekommt. Ja, ey, im Tutorial habe ich alles zu Ende gespielt, mehr oder weniger. 6-0, David giftet 3 Mitgliedschaften. Das Lustige ist, auf YouTube kann ich nicht mal selber Mitgliedschaften giften. Das geht nicht mal selber als Creator. Das könnt nur ihr sehen. Urso, moin! Einfach Brasilien. War Brasilien nicht 7-1? Ja, komm, Online-Matches, oder? Safe Online-Matches. Aber ganz ehrlich, hätte ich am Anfang die 7 Chancen reingemacht, wäre es ein 7-7 gewesen. So, Strikers Club. Saison beginnt. Oh! Urso statt Uso. Ja, free, safe. Giro, guten Morgen! Guck mal, wir machen erstmal ein paar Matches und dann eröffnen wir gleich einen Fußballclub, oder? Strikers Club. Hi. Dann möchte ich da mal reingehen. Lieber klein anfangen, David, und nicht so wie Joe Wheeler sein. Ja, du, ich... Mein Striker. Warte mal. Pokalturniere. Und wo kann ich gegen euch spielen? Versuch mal den ersten Cup zu spielen, kommst bestimmt gut rein. Ist das so? Einzelspieler dann online. Bingo. So, beliebig mit Freunden gegen Freunde. Gegen Freunde. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, addet mich mal, oder? Ich würde sagen, da können mich noch einige adden, dass wir wieder wunderbar mit den Freundschaftsanfragen werden. Was ist deine Meinung zu Rons Entschuldigung? Ich habe das Video noch nicht gesehen. Will ich aber auch nicht unbedingt, wenn ich ehrlich bin. Lief bisher wunderbar. Das Game läuft gut. Egal, wer jetzt gegen David spielt, nimm mal Peach. Luis, guten Morgen. Repjas, moin moin. Ist schon geil, so einen Tag mit deinem Stream zu beginnen. Ey, Triforce, das freut mich mega, wirklich, Mann. Diese Woche hast du schon Urlaub, oder? Marius Holters Streamer Rage Football. Das Game läuft halt eher mit ihm. Ist doch gut. Aber Koppels, man muss halt ehrlich sagen, das war nicht schwer. Als das Statement, was er rausgehauen hat mit, yo, 2-3 Bier zu viel. Hab bis Mittwoch frei. Sind das immer noch Pfingstferien bei einigen? Digga. Ich bin zutiefst neidisch. Ja, diese nächste Woche habe ich Urlaub. Sehr, sehr nice. So, dann nehmen wir mal ein paar Freundschaftsanfragen an. Krass, als ob mich so viele noch nicht auf der FL haben. Aber kurze Info. Das hier ist mein Stream-Account. Bedeutet, wenn ihr irgendwann nicht mehr auf der Freundesliste seid, seid nicht traurig oder wütend oder schickt mir Todesnachrichten. Das liegt daran, ich muss den Account zwischendrin mal bereinigen bzw. freimachen, damit wir beispielsweise auch irgendwann mal wieder K.O.-Battles spielen können in Mario Kart. Noch eine Woche in Bayern. Crazy. Ich habe bald Sommerferien. Oh, Gustav, wann beginnen eigentlich die ersten Sommerferien? Ich glaube NRW ab dem 27. oder so, oder? Guck ich mal nach, ist das Montag? Alter, Maschallah! Der merkende Boss. Kannst du deinen richtigen FC? Ist voll, Hübi, das ist voll. Ja, 27 ist ein NRW, okay. Ich muss sagen, also seitdem ich halt Teilzeit in der Sparkasse bin, sind alle Feiertage, die nach Mittwoch sind, die sind mir absolut Wayne. So, wenn Donnerstag ein Feiertag ist, das bringt mir halt nichts. Außer, dass man... Man könnte, ist Frohleichnam in ganz Deutschland? Weil dann könnte man Donnerstag so einen Special-Stream machen. Ich habe bis 20.06. Pfingstferien. Sheesh. Was, wenn man schon ein Freund ist? Dann, Lachsfeuer, ist das so. Dann musst du ja nicht erneut senden. Warum kann man nur begrenzt Freunde haben? Da muss man Nintendo fragen, das ist ganz, ganz schwierig. Digga, die Stükspots sind heute sehr aggressiv. Liegt das an Mario Strikers? Ich habe nächste Woche Mittwoch Sommerferien wegen meinem Abschluss. Ah, Mauri, sehr nice. Also nein. Frohleichennamen ist anscheinend nicht überall. Danke für die guten Videos, die du immer machst. Nintendo, danke fürs Anschauen. Danke dir, Meister.
Hab gleich ein Handballspiel. Hab zwar keinen Bock drauf, aber das wird schon. Safe, Light, safe. Ey, viel Erfolg und viel Spaß. Mein Bruder hat bei Günther Jauch paar Werbemillionär-Fragen beantwortet. Inwiefern? Das liegt an Rosalina. Das ist eine andere Sorte heute. Wir sind im nächsten Level angekommen. Jawollo! Es gibt Dead by Daylight für die Switch? Seit wann? So wild. Kann man nicht anders sagen. Ganz, ganz schwierig. Tim Benninghausen, willkommen im Stream. Moin, moin. Seit 2020? Alexa, was soll ich tun, wenn ich in der Vergangenheit lebe? Hier ist eine Antwort, die ich vom CTSFB.de übersetzt habe. Bleib nicht in der Vergangenheit. Danke. Ich darf nicht in der Vergangenheit bleiben. Und deswegen weiß ich jetzt, dass es Dead by Daylight für die Switch gibt. Ja, Triforce Ehre. Eine Sache, die mich an dem Game sehr stört und deswegen, dass sich viele bestimmt nicht holen werden, ist, dass es kein 4 vs. 4 Online gibt. Mit 8 verschiedenen Switches. Inwiefern? Wie ist ein Online-Spiel dann? Und Miriam Eve, hallo. Guten Morgen! Hallihallo. Ich finde das Game sehr unfertig und es ist keine 60 Euro. Zum Beispiel, du hast in Switch Sports mehr Auswahl, was Spielmodis betrifft. Boah, Max, das ist ein Problem, was Nintendo immer aktuell hat. Also bei jedem Game gefühlt und... Oh, ich glaube, ich habe schon zu viel angenommen, kann das sein? Das ist leider ein aktuell ganz, ganz großes Problem. Aber trotzdem kaufen wir es halt und das ist halt, glaube ich, ja... Damit unterstützen wir diese Korruption von Nintendo. So. Yo, Season 2 Trailer von Cuphead gibt's auch schon, Alex? Den habe ich noch nicht gesehen. Wann kommen die Season 2? Geil, geil, Bro. Marie? Yeah. Denkst du, das wird wie Mario Golf enden? Jotob Kaka. Hallo, du machst mich so heiß. Danke, Jotob Kaka. Juni gleichzeitig zum DLC. Was? Wie geil. Sehr, sehr sexy. Also. Boah, Kaso, ich habe auf den Trailer habe ich gesehen vom DLC, aber nicht von der Serie. Shit. Wahrscheinlich noch im Raum, dass es vielleicht gehen wird. Besonders im Club-Modus, aber da wir das Spiel jetzt haben, steht nur 2 vs. 2 online. Das ist halt echt wack. Das ist echt wack, muss man sagen. Es gibt Crunchyroll für die Switch. Was gibt's noch alles für die Switch, was ich noch nicht kenne? Noch irgendein großes Game, was ich verpasst habe? Bin zwar seit einer Stunde da, aber egal. Guten Morgen. Gully Nugget! Guten Morgen. Ehre, dass du schon so lange dabei bist hier. Lösch dich, Lennart. Lennart, grüß dich. Meinung zu Mücken? Kacke. So... Sind immer noch Anfragen von heute? Ich finde das Spiel ja grundsätzlich gut, aber come on, wo ist der Story-Modus? Es gibt Twitch für die Switch, weiß ich, das habe ich mitbekommen. Es gibt Larry Red Dreams, Don't Dry auf der Switch. Das habe ich sogar mal für Trash-Tendo gekauft gehabt. Move or Die Little Nightmares? Move or Die kenne ich nicht, Little Nightmares habe ich mitbekommen, ja. Boah, Little Nightmares... Da hat mir mal ein Zuschauer früher so einen Code geschickt fürs Game und ich dachte so, boah, wie cool, yo, das Game. Aber das war nur ein Code fürs DLC. Das ist mies gelaufen. Ich weiß noch, als sie das streamen wollte. Bin mal gespannt, wie du dich gegen uns schlägst. Darkseid, ich auch. Ich auch. So. Und du willst Larry immer noch bringen. Ja, irgendwann, safe. Nicht jedes einzige Game braucht einen Story-Mode. Zudem, siehe Mario Golf, das hat einen Story-Mode, der absolut grottig war. Ja, sind Story-Modes für mich auch jetzt nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass ein Game gut ist. Also von daher, ja. David, du willst wissen, welche Games auf der Switch gibt? Schau dir doch die Indie-Directs an. Machen den Großteil der Switch aus. Ist einfach so. Erstmal David ein Spiel schenken. Die Frage ist, welches? Am besten DLC ohne Hauptgame. Desaster, die Frage ist ja, warum hast du eine Maske auf? Du wirst mindestens einen Hattrick schaffen. Boah, ein Hattrick wäre cool. Bam, auf geht's! So, wir haben genug Anfragen angenommen, denke ich mal. Fabi, guten Morgen!
Ich frag mich, wie du die schlägst, aber in Real Life. Koppeln's nie. Abbrechen, hä? Digga, ich will Kirby aktuell nicht starten. Alles klar, LSGA, viel Spaß und viel Erfolg vor allem, ne? Das kriegst du hin, Meister. So, auf geht's! Ich schlage vor, Raum erstellen. Kann man das mit Codes machen? Spieldauer, bla bla blub. Nee, nachts. Nachts ist viel nicer. Okay. Trägst du noch Schutzmasken? Nein. Also auf der Arbeit gibt's auch keine Schutzmaske mehr. Join nach, Freunde. Join nach. Könnt ihr einfach so nachjoinen? Oh, Mudders, Iggy und Queen Boyett ist nachgejoint. Man kann sogar sehen, mit welchen Controllern die spielen. Das finde ich cool. Haben wir mal ein Batman-Game gebraucht gekauft und nur ein DLC bekommen. Wie ist das denn passiert? Alter, Luca, du geile Sau. Guten Morgen. Freunde, Luca hat Coroni Macaroni aktuell. Deswegen wünscht dem Süßen mal gute Besserung. Dem einzig wahren Viertel-Italiener. Alright, erstes Match, wir beginnen. Oh, okay. Kann ich entscheiden, in welches Game? Ich gehe mal nach links. Lass mal 2 versus 2 machen. Auto, manuell. Nee, Auto ist besser. Auto ist deutlich besser. Ich nehme mal Peach. Damit die Leute zufrieden sind. Ja, ohne Ausrüstung. Ja, Triforce. Ach, alles gut, Meister. Ich danke dir für 2 Euro. Das Ding ist, die Frage ist nur, wo wir Portal dann zocken. Also im Stream, auf dem 2-Kanal. Junge, wir nehmen mal DK. Wir nehmen DK. Ich habe ihn Celeste geschenkt, hat sich's auch nicht gekauft. Nie. Du, das Ding ist. Die Frage ist, wann spiele ich Games? Weil, wenn es. Also. Das Ding ist. Wie oft will David noch sagen, das Ding ist. Dann habe ich gefühlt. Also, locker 50 Projekte oder so. Das ist ultra schwierig für mich zu entscheiden, was ich dann spiele. Aber ich versuche mir, ich gebe mir Mühe trotzdem hin und wieder mal irgendwie neue Games zu etablieren. Das ist so, das ist so. Koppels macht weiter. Das Grüne ist sexy. Wir nehmen mal Schaurige Villa. Finde ich cool. Bin einfach Teamkapitän. Ja, Iggy, so muss das. Keine Ahnung, bringt das einen Vorteil? Finlay, moin! Okay. Sixbot, die Freunde vom Fußbot. So, wir skippen mal. Oh shit, ich sehe da schon jemanden mit Ausrüstung. Das sind die Warenhaschler. Vor allem, ich bin gespannt, wie das so wird, wenn man zu zweit spielt. Bin ich das noch? Okay. Hä? Oh shit, Baby! Nein! Achso, jetzt verstehe ich das. Aber sind One-on-Ones online nicht viel cooler? Okay, schön gesaved, schön gesaved. Triforce, dankeschön! Okay. Ja! Nein! Im letzten Moment hab's genommen worden. Danke für 2 Euro. Ah, egal, oh. Oh, shit. Einmal rüber. Ah. Alter, alle liegen am Boden. Was ist los? Wo ist der Ball? Nein! Schön gehalten, Bro. Schön gehalten. Alle sagen das. Nicht so gut gepasst. Oh. Ich blick gar nicht durch. Das ist so kompliziert. Ist ja ähnlich wie Smash Bros. Aktuell. Okay. Dann darfst du nur einer in den Raum joinen. Ja, aber Boomik, das wirst du nicht hinbekommen. Ich glaube, das wirst du nicht hinbekommen. Vermutlich nicht. Aber One-on-Ones würde ich spannender finden, tatsächlich. Also klar, ist schon cool. Aber... Oh, come on, baby! Hä, ich hab gepasst. Ich schwöre, ich hab gepasst. Du, Luca, mir geht's eh nicht. Wo ist der Ball? Wildes Durcheinander. Ich check gar nichts. Hä, Mann? Junge, zwischendrin muss ich den Ball erstmal suchen. Weil die Kamera auch null mitfährt, gefühlt. Oh. Was willst du tun? Aha. Erstmal, yo!
Die Lücken! Die Lücken! Jeder Zahnarzt. Oh, da haben sich gerade schöne Lücken gebildet. Hä? Habe ich gerade jemanden umgejätet? Ich glaube ja. Haben wir gar keine Ja! Oh shit! Alles klar, Cookie Bro. Viel Spaß. Ein Aster, hau rein. Here we go. Boah, diese Peach-Animation. Ja, Mann. Ist Alpha! Oh shit, gute Kombi! Oh shit, oh shit. Und dann bist du nur für beste Freunde online. Aber dann muss ich ja bestimmen, wer mitspielt. Dann bin ich wieder der Boomer. Ich will mal einen Peach-Torjubel sehen. War das gar nicht ein Peach-Tor-Jubel? Alles klar, Daisy, hau rein. Schön, dass du dabei warst. Oh, 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 oh. Hä? Wie ist der Ball da hingekommen? Wir machen einen Raum auf, schauen wir als erstes Join und dann machen einen neuen Raum auf. Und man kann nur diese Person rein. Aber kann man das da nicht direkt machen? Ach, okay, Boomnik, ich weiß, wie du es meinst. Ich glaube, ich weiß, wie du es meinst. Ja, yeah, schön umgejätet. Weg damit, weg damit, weg damit! Ey! Yeah, time to shine! Time to shine! Okay, doch nicht. Jamie, man bekommt das Game für 50. Aber wenn man es downloadet, kostet es 60 leider. Junge, das ist so verwirrend, das Game. Yo, Roberto, was geht, Mann? Und Knuspertomate, willkommen im Stream. Bisher ist das Game ganz lustig, aber gewöhnungsbedürftig. Also für einen Gimpel wie mich, der es zum ersten Mal spielt, gewöhnungsbedürftig. Okay. Und das Game ist vorbei. 3-1 verloren. Uff. Man kann auch nicht die Spieleranzahl im Raum begrenzen, deswegen werden alle... Ja, richtig, das ist es halt. Du schaffst das schon. Danke, Mira. Grüß dich erstmal, by the way. That's what she says. Wo ist der Ball? Irgendwie ist blöd, dass erst die Kosten-Digital-Version 16, die physische Version 50 kostet. Das checke ich auch nicht, warum das so ist. Also, keine Ahnung. Yo, Iggy, GG. GG an das gegnerische Team. Scramblers. Der Sieg geht an die Scramblers. Ist das ein Fußballteam? Dirk, das kann ich nicht sagen. Demnächst irgendwann mal gucken. Okay, ja, können wir das bitte skippen? Dankeschön. Ja, aber guck mal. War in Ordnung. Also, laut Statistik waren wir besser, aber Fußball ist ein Ergebnissport. Yo, Lukendo, hi! Wir spielen gerade online. Und Gamescom ist Ende August, DBZ. Ich glaube, am 25. beginnt's. Yo, Jamie, sehr nice. Okay. Dann beenden wir mal. Dann würde ich sagen, neues Match, neues Glück. Vierer-Matches, Freunde. Erstmal verschlucken. Hilfe. Read online, here we go again. Und lass bitte den anderen den Vortritt. Also die gerade schon mitgespielt haben. Mit Freunden gegen Freunde. Lieb ich. Let's go. Quavatox, moin, hi. By the way, ich wollte gestern Gamescom-Tickets bestellen. Es kommt jedes Mal eine Fehlermeldung. Ich probiere es heute nochmal. Hast du schon Gamescom-Tickets? Ich habe ein Ticket. Yo, nice. Also ich werde an allen Tagen dabei sein, aber die Tickets sind ja bei weitem noch nicht ausverkauft. Also von daher easy. So, Raum erstellen. 4 Minuten. Nehmen wir wieder nachts. Yes. Ja, Jotendo. Carbet ist einfach nur ein mega geniales Game. Definitiv.
Mira, mal gucken. Also wir streamen ja erst anderthalb Stunden. Von daher, mal schauen. Samstag, Hydra, ich bin an allen Tagen da. Also auch Samstag. So, Boomnik, Luca, Matze, let's go. 101 ist echt lustiger. Ja, wir probieren gleich mal einen 101 zu machen. Wir probieren mal gleich einen 101 zu starten. Okay, bis gleich. Viel Erfolg erstmal und Willi, guten Morgen. So. Und viel Spaß, Jamie, heute bei deinem Onkel. Lohnt sich das Game? Ja, safe. Also, weiß ich nicht, ich spiele das Spiel seit einer Stunde. Yoshi, Timo, moin. Da ist Boomik der einzig wahre. Digga, es ist so eine Kacke, dass Rosalina immer weg ist. Wir nehmen mal Yoshi. Ohne Ausrüstung, wir haben wir nicht mehr. Und Bowser, let's go. Ja, schwierig, also. Ich muss es länger spielen, um darüber wirklich eine Meinung abzugeben. Wenn Gamescom-Ticket holen, okay, beim 10. Mal abgelehnt wird, Hübi fühlt sich wie seine Twitch-Partner scheinbar an Anfrage. Ist ihm das auch passiert? Weil ich weiß nicht, wie oft ich noch meine Kackdaten da eingeben soll. Das macht keinen Spaß mehr. Okay. Ach, der Kapitän entscheidet gerade. Alright. Yo, Sandy Lemmel! Danke für den Abo und willkommen in der Community. Hi, hi. Es gäbe leider noch etwas wenig Content. Ja, gefühlstechnisch schon. Aber wird das auch wieder nachgepatcht? Und warum ist es denn so schwierig für Spieleentwickler geworden, ein fertiges Game rauszubringen? Jamie, stream morgen, ja. Ansonsten im Community-Tab nachschauen, da gibt's einen Plan. Here we go. Mal schauen, wie wir uns jetzt anstellen werden. Okay, ich bin diesmal die 3. Yeah, schön umgenietet. Oh yeah, Mr. Krabs. Oh! Was geht, Mann? Ey, das Game ist der Hammer! Alter, was für krasse Gombis! Jamie, ich werde eher morgen Abend streamen, ja. Xeno, mir geht's wunderbar! Wie geht's dir? Junge, Bowser ist so eine freaking Maschine. Hey! Okay, schön umgejietet, schön. Oh ne, das war nicht ich. Ich denke mal, dass ich 1 bin. Oh, schön die Lücke gesehen. Bam! Sehr schön, Xendo. Hoffe, dass mehr Charaktere kommen. Hoffentlich, ne? Wie viele gab es früher? So anzahltechnisch? Alter, wie lange man auf dem Boden bleibt, Mann. Oh, shit. Yes. Fokus, 1-0. Ah, oh, was passiert hier? Oh, no. Also, ich bin bei The Raid, für alle, die es gerade nicht mitbekommen, die 3. Und mein Partner ist die 1. Alter, schön gehalten. Hey! No! Bam! Alter, Phil, wie geht's dir, Mann? Ja, wobei, also Lags in Online-Spielen wird schon weniger. Also Nintendo wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung im Online-Gaming haben inzwischen. Mehr oder weniger, zumindest bei den neuen Spielen. Habe ich das Gefühl. Crash dagegen! Alles klar, Gustav. Du, Shadow Toad, immer weiter probieren. Warum war der in... Ah, shit. Das ist böse gelaufen. GameCube-Teil gab es 9 plus 4 Sidekicks. 12 plus 8 Sidekicks. Okay. Was bedeutet Sidekick, Bro? Du musst mir alles erklären, wie den größten Gimpel. Ah! Uah. 20, genau. Okay, die Zahl wollte ich wissen. 20, krass. Xeno, ich habe noch keinen Club, aber wir wollen später noch einen eröffnen. Zweimal blau ist immer drin, ja. Ja. Shit.
Ist in Ordnung, noch schön rübergenommen? Oh yeah, mit Scraps! Alles klar, Jamie, hau rein! Hä? Bin erstmal der Green Shell hinterhergelaufen. Wie der größte Gimpel. Oh, no, 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 no! Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit! Yeah! Alles klar, Shadow. Alles klärchen, Wunderbärchen. Oh yeah, Mr. Krabs! Immer alle umnieten, immer... Oh, yo, der Superschuss! Das müsste ein Tor sein! Ein Captain plus drei Toes. Ah, so meint ihr das, ich verstehe schon. Boah, Kevin, mal schauen, was wir morgen machen. Hä, müsste der nicht reingehen? War das nicht zweimal blau? Oder war es minimal daneben? Yeah! Alles klar, Desaster. Ist, glaube ich, einfacher, weil währenddessen zu lesen ist schwierig. Schwierig? Warum? Warum ist es für einige so easy, ein Tor zu schießen? Okay, weg damit, weg damit, weg damit. Yo, yo, ich... Ja! Digga! Das ist so verwirrend. Ja! Wichtig! Woohoo! Oh shit, Mann! Nein! Hab einen Club erstellt. Easy. Ja, nur 20 Leute können in so einen Club rein, ne? Schade, Marmelade. Oh, richtig schön umgenietet. Hallo, wir brauchen freie Spieler. Nein! Ha! Ah, egal! Woohoo! Du wirst moin! Wow, diese Animation, die ist so simper. Hey! Oh oh. Oh oh. Alter, 4-4, Golden Goal. Alter, das war echt knapp in der ersten Sekunde, in der letzten Sekunde, Mann. Heilige Makrele! Oh, schön umgenietet. Abgebrochen! Nein! Ja, also ich muss sagen, das Umnieten macht mir Spaß in dem Game. Letzten Moment rübergeslidet. In die DMs. Yo, DMs! Ah, Mist. Warum haben wir eigentlich nie Items? Muss man die einsammeln? Ja, muss man. Aber ich sehe nicht welche. Oh, 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 oh. Nein, das kann nicht sein. Shit. Boah, Fokus, Fokus. Stehe morgens auf, direkt Übernahmemodus. Das ist so knapp. Bowser! Bowser! Boah, come on! Alter, Nash, ich sag's dir. Rest in peace. Okay, beide in den Elektrozaun rein. Wunderbar. Oh shit, 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 shit. Nein, schön gehalten, Mann. Genau so muss es aussehen. Immer schön passen, schön passen. Nicht der Pfosten, nicht der Pfosten. Rein damit, Junge, rein damit. Aber Alter, war das ein spannendes Match, Junge. 4-5 verloren. Aber wow, GG. Junge, was für eine Dramatik. Sieg durch Golden Goal für die Spikes. Was ein Chaos, ja. David, 9 spielbare Charaktere, also Mains. Daisy, Mario, Yoshi und so weiter. Sidekicks waren Toad, Cooper, Hammer, Bro und so weiter. Die Teams aus 4... 4 1 Mal der Main-Charakter und 3 Sidekick. Ach so, meinst du das? Jetzt habe ich es, glaube ich, gecheckt.
Nein, verdammt, gutes Spiel, David, hat Spaß gemacht. Matze, ey, übelst, ja. Das Spiel war böse am Eskalieren. Holy crap, Mann. Wuhu. So, okay. Ey, krasses Match. GG an all, die mitgemacht haben. Tacklings 43, Pässe 42, Hyperschüsse 1. Wow. Marvel-Fan, guten Morgen. Alles klar, Gustav. Gab's schon Lags? Bisher noch nicht, nein. Bekommst Items, wenn du gefoult wirst? Ah. Okay, und einmal beenden. Wollen wir eine Umfrage machen, ob wir jetzt 101s machen oder bei 2 vs 2 bleiben? Boah, Kevin, wenn du einen über hast? Hey, wie ist das Game so? Pascal? Bisher macht's mir Spaß, wenn ich ehrlich bin. Ist ein bisschen chaotisch, aber wenn man sich wirklich reinfuchst in das Game, dann kann man auf jeden Fall ein paar spaßige Stunden damit verbringen. SSGO. Gerne Zeit. Machst du gleich. Soll ich einen Strikers Club machen? Das meinen ja einige, ne? Der einzig wahre Strikers Club. Ehre, Kevin, Ehre. Könntest du mir auf die Moblin Safe. Also, wenn du mich schneller erreichen willst, immer Instagram, weil Discord dauert immer ein bisschen. Und wie gesagt, momentan ist viel in meinem Leben los. Ich habe viel zu tun und deswegen dauert es manchmal mit den Antworten. Viel am Schneiden und das nimmt halt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Ja, Strikers Club. Okay. Unbedingt. Ja, komm, wir machen mal einen Strikers Club. Yep. Überspringen, Strikers Club, let's go! Herr Koppens, weil ich im Kopf hatte, dass noch was ansteht. Rosalina. Yeah. Hä? Diesen Charakter auswählen. Ach so! Machen wir vielleicht irgendwas anderes? Aber Discord, ich versuch dran zu denken. So, es werden empfohlene Clubs angezeigt. Du kannst auch über Clubcodes oder andere Kriterien nach den passenden Clubs suchen. Club gründen. Okay. Die wilden Kerle. Ey, das ist cool. Drivers, danke für 2 Euro. Den Vorschlag nehmen wir. Für blöd, dass es auf Online-Modus ist. Wenn du keine Freunde auf der Switch hast, mit dem du spielen kannst, da fand ich den Wii-Teil besser. War das random? War das random mit den Leuten, die du dann gespielt hast? Oder inwiefern? Aber, no joke, tauscht euch sehr, sehr gerne auf dem Discord-Server aus, den wir haben, auf dem Umlautgang-Discord-Server. Weil da könnt ihr euch gegenseitig einfach adden und zocken. Also dafür ist wirklich der Server gedacht, dass man sich gegenseitig mit anderen aus der Community austauscht und dementsprechend einfach zocken kann. So, really care, let's go. Outfits? Gibt's irgendwas Grünes? Dann finde ich das am coolsten. Stadion. Ja, dichter Dschungel. Königliches Schloss finde ich cool. Region Europa, Afrika. Europa, Afrika. Merkmal. Spiel zum Vergnügen, will sich verbessern. Ich bin ein taubes Nüsschen. Danke, Triforce. Visierturm, Platz an. Spielt auf Englisch, spielt auf Japanisch, spielt auf Französisch. Ist ein taubes Nüsschen, 2 Euro. Die wilden Kerle XD. Warte. Ja, spielt auf Französisch, das nehmen wir mal. Beitrittsbedingungen, beliebig, nur bestätigte, beliebig. Okay. Oder wenn ich Französisch drücke, passiert da irgendwas? Mario's Traycast Battle League Fußball. Für welche Konsole? Die einzig waren. Mira, welcome back. Nenn den Club Sim. Nein. Aber das kannst du später noch umändern. Okay, cool. Das ist cool. Gibt dann auch grün etc. Spielt auf Französisch. Perfekt. Oh, bonjour, meine Freunde. Ich glaube, wir werden auf Französisch spielen. Und ich freue mich wirklich sehr drauf. Oh, j'en sais. Oh, bonjour. Okay, gründen. Yeah! Wir sind der französische Club. So, allein beitreten. Ein Striker, Clubkader, Clubmanagement. Und wie könnt ihr nachjoinen? Clubkader, mein Striker, Clubmanagement. Ruft die Clubeinstellungen auf. Okay. Outfit, Clubeinstellungen. Weiß nicht, ob ich das sagen, lass über das Spiel, aber du wirst dich selbst darüber freuen. Okay, GD, ich freue mich. Harry, mir geht's wunderbar, wie geht's dir, Mann?
Geh zurück und drück Y, mein Clubcoach. Ah! Aha! Und da könnt ihr jetzt nachjoinen? Okay. Mit deinem Club werde ich den Boden aufwischen. Ist es positiv oder negativ gemeint? Y für Code. Auf einmal Franzose? Ich gehe kurz zu Rave. Viel Spaß. Wenn ich es damit Rewe gemeint? Mir geht's auch gut. Sehr schön. Es gibt freischaltbares Zeug. Ah, okay. Neuestes Mitglied, Riggler LP. Okay. Liste, Rangliste. Okay. Achso, Moment. Wir benutzen mal wieder so einen Code. Code sage ich schon. Wir benutzen mal den Pfeil. Ah, so. Der Pfeil ist da oben. Okay, wir sind schon 5 Mitglieder. Werden die Member regelmäßig gewechselt? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gestalte. Also je nachdem, wie groß die Zukunft von Mario Strikers sein wird, sage ich mal, ich save irgendwann, ja. Aber wir gucken erstmal ganz entspannt. Am besten nimmst du den Pfeil, der eine andere Farbe hat als der Background. Ben, ich habe keinen anderen Pfeil gerade. Warte, ich bewege den noch so ein bisschen, damit er auch wirklich auffällt im Stream. Animation Spielike, mir geht's wunderbar, wie geht's dir? Guten Morgen. Die Zukunft, die Zukunft. So, ich bewege ihn, damit man auch... Oh, shit. Wenn man den Code wahrnimmt. Benutze roten Kreis. Ja, komm, Moment. So, Green Arrow PNG suchen wir mal raus. Perfekt. So, da ist der Clubcode, Freunde. Daniel hat ihn auch nochmal reingeschrieben. PNG. Perfekt. So. Aha. So, jetzt müsste man es erkennen, oder? Kann man den Pfeil sehen, eventuell? Ich bin froh, dass mir ein Name eingefallen ist. Ja, Ehrenname. Definitiv. Ich habe als blinder Mensch Cuphead geschafft. David betreibt Clickbait. Nintendo inwiefern? Hä? Das ist jetzt auch ein Troll. Also, wie schreibst du ansonsten Nachrichten? Ich bin froh, dass mir der Name eingefallen ist. Achso, da ist ein Pfeil. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Moment, ich bewege ihn wieder. Wisst ihr, ich stelle mir das ultra lustig vor, diesen Nebenjob zum Beispiel in den USA, wo es diese Typen gibt, die diese Pfeile drehen, diese Werbeschilder. Da würde ich mich am Wochenende sehen. Okay, sind eh nur 5 Mitglieder, also von daher ganz entspannt, ne? Muss man ja noch nicht durchwechseln. Oder? Clubkader. Ich bin Nummer 7. Oh! Oh! 13 sind drin, 13. Jasmin, Iggy, Lachsfeil, Matze, Basti, Pokeplayer, Mudder, Boomnik, Alter! Wenn das nicht ein geiles Team ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. Wir sind 12. Okay! Jo! So, dann schlage ich mal vor, machen wir Zweier-Matches oder One-on-Ones? Wie viel bekommt man da? Ich habe keine Ahnung, Superschwein. Keine Ahnung, wie viel man da verdient. One-on-Ones, Two vs. Two. Wir machen mal eine Umfrage. Wie spielen? Versteht ihr? Re-spielen. So. One versus one, two versus two. So. Frag deine Community! Da Clubmanagement und ein Stadion kannst das Stadion bearbeiten. Ja, okay. Aber mit dem Stadion aktuell bin ich zufrieden. So, Gustav, bis morgen auch rein. Schön, dass du reingeschaut hast. Ja, 8 versus 1, 8 versus 8 geht leider nicht, Dragon. Wähle im Clan-Testspiel aus. Ach, können wir noch ein Testspiel machen oder inwiefern? Marvin, guten Morgen! Moin. Aber das ist nur im Clan dann, oder? Oh. Freunde? Ach. Ey, Jetendo, krass. Sorry, sorry. Oh. Ey, Jetendo, I'm sorry. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber wirklich krasse Leistung, Mann.
Und ich hoffe, dass du so auch gut leben kannst. Aber anscheinend ja. Mein tiefsten Respekt an der Stelle. Wirklich, mein tiefsten Respekt. Kühlschrank, moin moin, hi. Okay, 101, 2 vs 2. Nach deinem Stream frühstücken, alles klar, Shadow Toad. So muss das, Meister, so muss das. So. Geht, danke, Meister. Perfekt, Mann, perfekt. Das freut mich, wirklich. Also prinzipiell, warte mal, wir drücken da mal drauf. Allein beitreten. Zu zweit beitreten. Wenn ich jetzt gegen Matze drauf drücke. Der Beitritt zum Raum ist nicht möglich. Raum erstellen. Möchtest du online nach Clubmitgliedern für dein Team suchen oder alleine spielen? Nee, check's nicht. Ja, okay, aber ich glaube 101 und 2 vs 2. Ja, Ich liebe dieses Game. Ich habe es mir gestern geholt und bis auf den relativ wenigen Content mag ich sehr, sehr gerne. Mega Marvin, genauso muss das. Schon wieder zu viele Optionen. Ja, Mira, du weißt, ich probiere immer es allen recht zu machen, aber es funktioniert nicht immer. Aber Jertenno, umso stärker macht dich das, wirklich. Und dafür sind deine anderen Sinne hundertprozentig auch ausgeprägter. Von daher finde ich wirklich cool. Das, also natürlich nicht mit der Beeinträchtigung, aber finde ich cool, wie du damit umgehst. Deswegen, ich kann es nur wiederholen, mein tiefsten Respekt. Das Zeug von großer Stärke, wirklich. Okay, guten Morgen. Und Petra, moin. David, hat dir heute eigentlich schon jemand gesagt, dass du der absolute Ehrenmann bist? Boah, Roberto, hallo. Hallo. Dankeschön. Felix schreibt's rein. Also es hat sich nicht viel verändert. Ja, du Mira, du weißt du doch, oder? Da fragst du auch noch nach. Ja, komm, wir starten mal mit einem 101. Also, Einzelspiel. Online. Und ich erstelle mal einen Raum. So. Gegenfreunde. Wollen wir Gerät tauschen in den PC und du meinen super guten Laptop? Besser nicht, Nash, besser nicht. Also, wir machen das so. Wir probieren es erstmal 101-mäßig aus. Und der Erste, der reingejoint ist, spielt das 101. Alle anderen müssen den Raum leider verlassen in dem Moment. Also, der Erste, der hier im Stream zu sehen ist. Es kann sein, dass ihr bei euch zu Hause 4 vs 4 kann man nicht machen, Tim. Das funktioniert leider nicht, nein. Geht nur 2 vs 2 online. 69 Stimmen. Alexa, fang mal sehr laut an zu lachen. Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Alexa, lach mal. Natürlich kann ich lachen. Ha, ha, ha. Wer hier im Stream als erstes angezeigt wird, der zählt dann quasi. Weil es kann sein, dass es mit einem Ping oder so, dass hier als erstes angezeigt wird, je nachdem, wie das Online-Game natürlich ist. Und, ja, wir starten erstmal mit 101s. Und dann können wir nächste Woche das Game auf jeden Fall nochmal spielen und 2 vs 2 spielen. Da haben wir auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten. So, Raum erstellen, let's go! Kiro, das funktioniert auch, safe! Tim, das geht nicht, nein! Okay, wer joint als erstes nach? Und diejenigen, die schon mitgemacht haben, nicht nachjoinen, bitte. Danke. Patrick, moin! So, Jasmin war als erstes drin. I'm sorry für die anderen. Dann starten wir mal mit dem ersten 101. Ey, Hardcore, Ehre, dass du verlassen hast. Wirklich Ehre. Im eigenen Laptop, der mir gestellt wurde. Und ich mache meine eigenen Videos für Videos. Das ist echt nice. Jertenno, mach weiter so. Wirklich, mach weiter so. Ehre, Ehre, dass ihr da so cool mitmacht. Real Talk. Alles klar, Vibe, hau rein. Ja, das Game kostet 50 Euro im Laden. Funktioniert. Achso, und jetzt müsste ich nochmal rausgehen, oder? Oder. Jonas, du müsstest einmal. Nee, oder? Doch. Tim, das ist kein Scherz, Mann. Okay, Jasmin, du müsstest nochmal nachjoinen. Hast du die Cartridge? Leider nicht nonstop, nein. Ich hab's mir digital gedownloadet. Ich heule. I'm sorry.
Kann man kein Game starten, wenn beide auf OK drücken? Jonas, du musst einmal verlassen, Bro. Jonas, du musst einmal verlassen. Weil Jasmin war vorne als erstes drin. Mach einen auf beste Freunde. Stimmt. Ja, das ist einfacher. Dann beginnen wir das erste Match, glaube ich, so, oder? Ich bin gehypt auf neue Switch-Spiele. Boah, same. Wenn da irgendwann mal was Neues kommt. Jonas Ehre. Kuss, Kuss. So, ich drück mal auf Ready. Jasmin auf Ready. Und jetzt beginnt's. Okay, und so kann man 101 starten. Ich verstehe. Cool. Sehr, sehr cool. Danke. Nonstop auf jeden Fall. Also das Game kannst du definitiv physisch kaufen. Ja. Marvin, mal schauen, wie lange wir heute streamen. Mal gucken. Heute steht noch einiges an, deswegen schauen wir gleich mal spontan, wie lange wir streamen. Alles klar, 101, here we go. Viel zu kompliziert. Superschwein, was genau? Splatoon 3 oder Fire Emblem, wenn die gut werden, ist mein Leben gerettet. Safe Goal. Clubstadion. Ach so, das Clubstadion kommt. Boah, Pilzhügel sieht nice aus. Superschwein, ich weiß es auch nicht. Nintendo und Online-Spiele ist einfach, das passt nicht. Das passt leider nicht. Es ist so schwer. Ey, man kann sich den ganzen Tag drüber aufregen, dass Nintendo einfach im Jahr 1800 lebt. Ich bin so vertieft in dem Stream, dass ich ganz vergessen habe zu frühstücken. Ey, Triforce, die Zeit. Wir haben schon halb zwölf, halb eins. Und Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. So wie Gary es mag. So, mal schauen. 101, das wird jetzt auf jeden Fall cool. Ja, gut gepasst. Hä? Oh, jetzt. Oh, wow, die ersten Lags, die ersten Lags. Digga, was ist denn hier passiert, Mann? Shit, wir müssen das Game irgendwie auflockern. Digga, ich spiele die FC Bayern München Taktik. Einfach durchpassen und nach vorne preschen. Bis sich eine Lücke ergibt und tschüss. Ja. David, sei dabei, sei dabei. Oh Leute, ich habe gerade so ein Team. So ein Team-Tackling gemacht. Ehre. Okay, pass mal rüber, Bro. Pass mal rüber. Dankeschön. Ey, Schiri. Junge, Bowser gegen Toad ist ja mega unfair. Alter. Junge, das ist so ein Witz, Mann. Ey, 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 ey. Ah, gerade so aufgehalten. Woo, die ersten Lags, das muss gefeiert werden. Boah, Digga, das ist gerade so dramatisch. Holy shit, das ist cool. Ah. I'm sorry. Ich blicke auch schon gar nicht mehr auf dem Spielfeld durch. Irgendwo. Oh, ich habe ein Item, muss ich benutzen. Stimmt ja. Bumm. Upsi. Das kann nicht sein. Toad auf Abwehr ist auch nicht gut. Wie kann ich das denn einstellen? Lachsfall, Safe Call. Das machen wir gleich. Ja, moin. Komm. Ah, Mann! Nintendo Online, beste Läden. Nintendo, ja, Nintendo, grüß dich! Ey, zwei Stunden schon live, das ging ultra schnell rum. Das ging sehr, sehr schnell rum. Ah, oh, Higawa! Ah, Higawa! Oh, oh. Wäre der reingegangen? Alter Vater. Schwierig! Ja, aber Kevin, so da, diese Online-Gebühren darfst du nicht auf jedes Game mit draufrechnen. Weil ansonsten kostet jedes Game ja 20 Euro mehr. Das musst du runterrechnen. Aber andere Konsolen haben das... Nein! Haben das ja auch inzwischen. Mit den Online-Gebühren. Das ist der Zeitgeist aktuell. Emil, moin! Hä, wo ist der Ball? Oh, bingo. Digga, ich habe meinen eigenen Spieler weggeheatet. Nein. Really? Ja.
Oh shit! Digga, wow. Ohne Bot-Alarm. Yo! Ey, die Bots haben sich zurückentwickelt. Boah, diese Lags sind halt anders. Nice! Aua! Scheiße, ich hab wieder Items. Meine Nase ist am Jucken. Die alten Zugspots sind back. Wo ist der Ball? Ich seh den Ball. Au, 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 hier. Danke an die Lags, by the way. Bro, really? Alarm, Alarm. Immer noch 0-0. Spannendes Match bisher. Oh, zwischen Set Bygos und mir. Nein! Oh, das gibt ein Quicktime-Event. Here we go. Ey, Nerdy, bisher ganz nice. Hallo. Hallo. Uah. Und nicht in den letzten Sekunden, Lori! Ja, Digga, keine Chance mehr. Boah, ist das bitter. Boah, Rosalina bringt das Game zu legen, ey, ich sag's euch. Boah, ist das bitter. Aber war das ein geiles Match? Janis, welcome back, Meister. War das ein geiles Match, Mann? Ja, das war ein richtig geiles Match. Rosalina freeze den Torwart, aber auf dieser anderen bösen Basis. Ey, Sixpot, danke. GG. Ey, Z-Bygos, GG. Das war ein ultra nice Game. Mega geiles Match. Boah, das bockt schon. Also 2 vs. 2 ist cool, aber 1 vs. 1 hat man noch ein bisschen mehr Gefühl. Ich habe Angst, dass ich von dem Spiel zu sehr gefrustet werde. Puckel. So ging es mir auch, aber ey, trotzdem einfach durchziehen. Junge, Junge, Junge. Neues Game, neues Glück. So, online. Gegenfreunde. Ein Spieler. Let's go. Die Reihenfolge, in der du selectest, ist auch die, wie sie auf dem Spielfeld spawnen. Also vorne. Ah! Okay. So, der erste, der nachjoint, kommt wieder rein. Let's go. Au, oh, oh, sorry, 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 sorry. Ich muss noch eine FA annehmen. Raum verlassen. Puh, das war knapp. Okay, let's go. Danke, dass die ganzen Jahre schon um 10.000 Menschen bzw. 18.000 begeistert. Ich mag deine Videos wirklich sehr, sehr. Mach weiter so, genau wie du es zu mir sagtest. Jatendo, ich danke dir, Mann. Vielen lieben Dank dafür. Mega, wirklich mega. Da habe ich ein fettes Grinsen gerade. So, da sind, glaube ich, noch ein paar Anfragen gekommen, oder? Ja. Eigentlich schon, bin aber gerade noch in Zelda BOTW 100% Stimmung. Dann zieh das durch. Light Phil kommt drauf an. Aber ich glaube, oh, schwierig. Also Switch Sports hast du nochmal eine größere Variation an Sportarten. Aber wenn du Fußballfan bist, würde ich dir das empfehlen. So, bin jetzt vom Friseur wieder da. Was habe ich verpasst? Buttergeld. Gute Action. Sehr, sehr gute Action. Zapp mal alles schön rein. Mir ist gerade aufgefallen, dass da 200 Abos fehlen für 20k. Sind sogar weniger. Also ich glaube 100 und ein paar zerquetschte quasi. Ein paar zerquetschte Zuschauer. Ich frage nochmal, ob ich recht habe, dass Persona 4... das ist gerade Smash Ultimate hier. Steht hier zumindest. Area of the Soul Smash Ultimate. Oh, Persona 5. Ja, sorry. Great. Da haben ja krass viele Menschen David mit seinen Videos und Streams begeistert. Auch mich nochmals danke dafür. Bro, ich danke dir, Mann. Ich danke dir. Wirklich. Sehr, sehr crazy. Also kurze Info. Freundescode 8171 8538 7604. So, auf geht's. David, ja gut, macht Sinn wegen Joker. Achso, ja, ich verstehe. Bin dann mal alles klar, Felix. Viel Spaß. Und bestell schöne Grüße. Here we go again.
So, der erste, der nachjoint, Freunde. Nächstes 101. Pfarrer Neuer, heute ist ein guter Tag. Okay. Lippi war der Erste. I'm sorry für die anderen, aber Lippi ist bei mir der Erste. Alles klar, wie der Alkoholiker, hau rein. Was kommt denn als 20K-Special? Das siehst du dann. Und ready. Und das Game müsste starten, oder? Ja, anscheinend ist es irgendwo auch nur Buttercat als Angebot gewesen, glaube ich. Aber der normale Preis müsste 60 sein. Denke ich mal. Phil ist gerade am Anrufen. Okay. Was geht, Meister? Digi, du streamst noch, ne? Richtig. Viertel nach eins wollen wir mit den Jungs essen gehen. Asiatisch, bist du dabei? Bro, ich dachte, wir grillen heute Abend. Ja, wir gehen doch nur Mittagessen, Junge. Ich kann doch hier nichts kochen, Alter. Na, ich bin raus, aber trotzdem danke. Ja, aber natürlich, heute Abend grillen, das steht. Okay, perfekt, Mann. Aber ich wünsche euch viel Spaß, ne? Ja, und guten Hunger würde ich mir gerne hier wünschen, ja? Guten Hunger, viel Spaß, viel Erfolg. Gutes Geschmacke. Na, du weißt ja jetzt nicht mehr das Alte. Ja, aber trotzdem viel Spaß, ne? Ja, ja, danke. Hau rein, ciao, ciao. Ciao. Freunde, ich hab doch Essen zu Hause. Okay, let's go. So. Dann machen wir das mal. So, dann werde ich jetzt auf jeden Fall eine sinnvollere Taktik hier vorne wählen. Wir nehmen mal Mario. Bestes Gespräch, safe. So, schick uns was zum Futtern vom Grillen. Machen wir. Safe Call. Dann nehmen wir Rosalina im Sturm. Ja, Boomnik. Auf jeden Fall werde ich das machen. Safe. So, Donkey Kong. Und Mario. Komm, wir nehmen mal die breitesten für die Verteidigung. Ja, super, Schwein. Die Zeit vergeht schneller, als man gucken kann, ne? Die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Wir nehmen mal die roten Trikots. Die sind Baba. Und dichter Dschungel. Ah, wir nehmen mal den dichten Dschungel. Mario Chide, der trägt den Ball immer in der Hand. Digga, das ist so. Du spielst Mario Strikers und die laufen einfach mit dem Ball in der Hand herum. Mama, können wir Meckes haben? Nein, wir haben Brot zu Hause. Ja, aber ich sag's mal so. Wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr sparsamer Mensch. Und das Ding ist, wenn ich Essen zu Hause habe, bin ich ein bisschen zu geizig, dann 16, also 20 Euro gleich beim Chinesen auszugeben. So klar, hin und wieder, wenn man abends mal was macht, safe, auf jeden Fall. Aber jetzt so random zum Mittagessen. Nudeln mit Ketchup ist der Lifestyle. Sag's, wie es ist. Ja, nicht! Danke für 1,75. Kuss an euch alle, dass ihr so super seid. Bro, Kuss geht zurück, Mann. Danke für 1,75. Bro, gib aus. Nein, Phil, alles gut trotzdem. Ich hab viel zu erledigen. Ich hab gestern nicht so viel machen können. Bam. Und ich bin heute schon wieder so ein bisschen im Zeitdruck. Also wie immer. Oh shit. Ah, Alter, warum ist der Torhüter so weit draußen? Was soll das denn? Okay, immer passen. Richtig und wichtig. Wir wollen das Spielfeld wieder ein bisschen auflockern an der Stelle. Digga, wie Wario einfach am Rollen ist. Ist Donkey Kong gerade Real Talk allein gegen diesen Zaun gelaufen? Yes! Und yo, Paranoia! Danke für den dritten Monat, ich seh's gerade. Nope. Oh, yes, sir! Boah, Tore zu schießen ist so schwierig in dem Game. Oh! Ich weiß immer noch nicht, wie ich so einen Superschuss mache, weil es ist viel zu wenig Zeit dafür, Mann. Oh, ich habe ja Items, ich Vollidiot. Genau so. Danke für den dritten Monat insgesamt, Meister. Beim zweiten? Im dritten Monat? Zweiter Monat? I don't know. Danke für deinen Support, Diggi. Regel. Hä? Digga, das Dribbeln. Ich muss dribbeln können, Mann.
Junge, schön draufgehauen, Mann. Schön draufgehauen. Hä? Habe ich nicht so einen Superschuss oder habe ich zu lang dafür gebraucht? Kann man den Torhüter eigentlich mit einer Bombe abschießen? Genau so. Das kann nicht sein. Ich habe sogar gezielt. Ich schwöre, ich habe gezielt. Guck mal, so vom Spiel her ist es in Ordnung inzwischen, ne? Aber kann man Gegner eigentlich umnieten? Oh, da kommt die nächste Anfrage rein. Aber Tore schießen finde ich so unheimlich schwer hier. Oh, shit. Ey! Chiri! Ah, nein! Justus, hi! Irgendwie habe ich nicht mitbekommen, als das Game rauskam. Ich habe auch... Donnerstag ist mir eingefallen. Oh, yo, Mario Strikers kommt hier raus. Kuss zurück, Kuss. Rudeln. Ja, Pesto an guten Tagen. Pesto nur an guten Tagen, Mira. Junge, das kann nicht sein! Ah. Ja, Mann! Oh, jetzt ist Platz! Das kann nicht sein. Sorry. Ich hatte alle Zeit der Welt, aber treff einfach nicht. Ich muss ein bisschen Zielwasser trinken. Yes, sir. Okay. Mann! Philipp Gaming, grüß dich. Glaub, das ist der dritte Monat. Yo. Ente, grüß dich. Dritter Monat müsste es sein. Scheibenkleister. Okay, schön mit einer Red Shell Hops genommen. Ja, genau so. Mann, ich sehe immer die Lücken, aber ich kann nichts machen, Mann. Golden Goal. Ja, ich... Ja. Ein gutes Game bisher. Oh, Mann. Merkst du das Game? Nicht die Bombe. Was tut ihr denn da hinten? Oh. Alter, Max, das ist auf jeden Fall sehr interessant, das Game. Es ist ziemlich... Oh Gott, das war eine Banane. Banane. Wow, ruhig. Ey, das kann nicht sein, Mann. Ich bin gar nicht mehr in der Lage zu reden. Weil ich so fokussiert bin. Alter. Junge, jetzt haut er aber rein hier. Der junge Mann. Das kann nicht sein, Mann. Ich brauche nur dieses Erfolgserlebnis von einem Tor. Nein, das war so dumm. Oh mein Gott, es war in Ordnung. Jeder Torwart ist hier Manuel Neuer. True that, Mann. True that. Ganz dummer Pass. Keine Items mehr. Schwierig. Ey, Manu. Ist das dann gleich ein Unentschieden oder was passiert jetzt? Ey, das kann nicht sein. Ist immer noch Golden Goal? Hä, ist ja voll wack. Warum spielt man nicht so lange bis... Aber ey, GG. Sehr, sehr gutes Unentschieden, aber komplett ohne Tor. Ich bräuchte deine Meinung. Arbeite zurzeit Teilzeit bei Mac und in den Ferien kann ich dann 2 Monate Vollzeit arbeiten. Würde am Ende so 1,5 mehr verdienen. Würde dann Gym 2 Monate vernachlässigen. Kevin, das Ding ist, hast du ein Ziel mit dem Geld, was du verdienen würdest? Mario trägt den Ball. Ja, GG. Muss so. Jeder Torwart ist Manuel Neuer.
Vielleicht ist er gar nicht Bum Bum im Tor, sondern Manuel Neuer. Wer weiß. Anime Purple Edits, willkommen im Stream. Wahrer Vater. Oh shit, ey. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, super gutes Match, Mann. Super gutes Match. Bira, moin. Empfiehlst du es in 20 Grad Pool? Ja. Das Nash würde ich dir jetzt empfehlen. Es ist so warm. Ich bin heute noch gar nicht draußen gewesen, aber ich spür's. Ey, Kevin, wie du willst, aber ich danke dir, Mann. Du musst dir die Ausrüstung kaufen. Dann wird's besser. Hab kein konkretes Ziel mit dem Geld, halt sparen, aber dann wären 6 Monate Gym für die Katz. Ja, aber Kevin, was Vollzeit Meckes heißt 40 Stunden, oder? Ausziehen hilft, wenn ihr warm ist. Ja, geht ja nicht. Sixbots haben ihr Profilbild wieder geändert. Ja, wir haben wieder ein Downgrade. Wir haben wieder ein Downgrade. Junge, was mit Sixbots? Heute sind die gut drauf. Die Sixbots sind heute mehr als gut drauf, wie es scheint. Okay, nächstes Online-Match. Boah, das ist okay, das bockt schon hart. Das bockt hart. Wieso hast du einen Hemd drüber? Für den Swag, Mira. Ja, das Hemd macht keinen Unterschied. Es klingt mir vielleicht etwas zu egoistisch, aber ich möchte genauso mit YouTube Geld verdienen und wollte fragen, was ich beachten muss und so weiter. Anime Purple Edits. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie, ob du schon viele Videos hast oder so, aber wenn du mit YouTube startest, sollte das in den Hintergrund rücken. Weil im Endeffekt wirst du nur enttäuscht werden. Das ist so. Und du solltest aus anderen Gründen das Ganze hier starten. Das sollte erstmal im Vordergrund sein. Ja, 40 Stunden, 5 Tage pro Woche. Jetzt mache ich 18 Stunden, aber nur Wochenende. Kevin, du kannst beides machen. Also du musst das Gym ja nicht vernachlässigen. Ich meine, wie oft gehst du in der Woche ins Gym? Eben. Nerdy schreibt, Spaß und Leidenschaft. Das ist das erste Ziel auf YouTube. So, wieder ein paar Anfragen annehmen, sehe ich gerade. Dann machen wir das mal. Kaiser, guten Morgen! Guten Morgen. Okay, du hast ein paar Dinge hast du schon verpasst, muss ich ehrlich zugeben. Da waren ein paar coole Dinge dabei. Yeah. Geiler Rhyme. Spaß, Leiden und Schaffen. True. Mit Ausrüstung wirst du stärker. Also gleich mal Ausrüstung kaufen. Yasin, wahrscheinlich, aber ich sehe auch keinen Anhaltspunkt, wie ich zielen muss. Kann ich Sixbots verstehen, wenn du streamst, hat man immer gute Laune. Danke, danke. Kann ich Sixbots verstehen? Ja, real sage ich dazu, real. Gehe 5 Tage pro Woche, würde am WE gehen, aber bin dann zu kaputt für die Arbeit. Aber Kevin, ich sag dir einfach aus meiner Vergangenheit, also aus den letzten 2 Jahren meines Lebens, wenn du Ziele hast, die größer sind, wie zum Beispiel jetzt das, arbeiten gehen und nebenbei ins Gym, zieh durch. Zieh durch, Bro. Also es ist hart, aber du gewöhnst dich an diese Intensität. Ich meine, ja, ich will nicht protzen oder so, aber ich habe mich auch irgendwann dran gewöhnt. Ausbildung 40 Stunden plus YouTube plus Freunde irgendwie organisieren. Und es hat auch funktioniert. Klar, es ist hart, aber es sind 2 Monate. Und glaub mir, die Erfahrung, die du aus so einer Zeit mitnimmst, die wird dir immer weiterhelfen. Ja. Die wird dir weiterhelfen. Zum Glück gibt es die Stream-Aufzeichnung eben Buttercat. Da kann man sie noch, das kann man sich reinziehen. So. Auf geht's. Gegen Freunde. Wieder ein paar Anfragen angenommen und let's go. Wie ist Hübi eigentlich so privat? Genauso wie ich, wie vor der Kamera. Ist genauso. Also, ich glaube, wir sind, das sagen wir öfter auch mal, so eine Rarität, weil wir, ich will nicht protzen oder so, aber wir sind halt übelst entspannt, privat. Genauso! Ah! Warum hast du geschrien, David? Keine Ahnung, ich hatte gerade einfach das Bedürfnis zu schreien. Die Sixbots kennen keinen Halt. Es gibt nichts, was mich hält, außer Sixbots. Momentan sind echt viele meiner Freunde da. Ja, Sixbots, ich sag dir. So, Kiro war der Erste. I'm sorry für die anderen. Aber nächstes 101 gegen Kiro. Wannabe, moin. By the way, ich möchte heute wieder New Super Mario Bros. 2 aufnehmen, ohne Münzen. Ich denke mal, 2 Parts werden noch maximal kommen. Wer einfach random rumschreit, ist einfach sympathisch. Dankeschön, Lai, danke.
Welche Bestrafungsideen hättet ihr? Weil ich will demnächst auf jeden Fall so einen Elektroschocker auf Amazon bestellen. Also quasi eine Münze gleich ein Elektroschock. Das stelle ich mir lustig vor. Aber wenn der Part morgen kommen soll, wird zeitlich ein bisschen schwierig. Deswegen muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich habe schon überlegt, irgendwie so eine Münze, ein Kilometer joggen oder so, um komplett zu escaladen. Okay, achso, ich muss runtergehen, ne? Hallo? Ah, jetzt hab ich's. Center Shocks. Boah, Center Shocks finde ich jetzt nicht so schlimm. Oh je, jetzt will er sich umbringen mit Elektroschocker. Ja, also jetzt nichts Großes. Also, du kannst ja auch gar nichts Großes bestellen im Endeffekt. Muss ja auch irgendwo legal sein. Okay, wir nehmen mal Yoshi, hat viel Schuss. Als zweiten Charakter nehmen wir mal wieder Mario vorne. Hinten packen wir DK rein. Und dann nehmen wir nochmal Bowser. David macht Eier auf den Kopf. 20 Liegestütze. Ja, ist auch in Ordnung. Safe. Rohes Ei trinken pro Münze. Okay. Warme Butter trinken. Ei auf den Kopf. Und da somit weiterspielen. Boah, Digga, da muss ich ja überall. Wobei, das ist, glaube ich, cool. Ja, ich überlege mir mal gleich was. Ja, ohne Witz. Ich finde Sauerkrautsaft nicht widerlich. Haltet mich für widerlich, ich finde es geil. Ich habe einen Fetisch für Sauerkrautsaft entwickelt. Ich finde das nicht mehr widerlich. Herr Loxi, moin. Boah, Dark Bowser, die müsste ich auch bestellen. Drei Nuggets. Ja, ist ja keine Bestrafung. Dann nimm Wurstwasser. Meistens so um die 10, Mira. Meistens so um die 10. Bäh, Junge. Ich weiß nicht warum, aber ich find's nicht widerlich. Ich find's einfach nicht widerlich. Du bist widerlich, David. Okay. Passen ist das A und O in solchen Games. Und vielleicht aber auch das B. Oh yeah! Erstmal Bowser gegen den Elektrozaun donnern. Ey, hier ist nichts frei, Mann! Hab ich auch schon ein Item? Ja. Yeah! Was passiert hier? Nick, dankeschön! Auf Arbeiten, mache was mit Freunden und investiere die restliche Zeit, um für meinen größten Traum zu arbeiten. Ist zwar hart, aber was ich bis jetzt geschafft habe, macht mich immer wieder stolz. Danke, David, für Motivation. Ey, seht ihr, also Nick hat einen ähnlichen Lifestyle. Also man muss durchziehen und im Endeffekt fühlt es sich richtig gut an, wenn man durchgezogen hat und es geschafft hat. Nick, danke für 1,75. Zieh weiter durch, Meister. Das ist Motivation, Bro. Vielen lieben Dank. Mira, easy. Das Ding ist, wenn ich mir 20er Nuggets hole, wenn ich Hunger habe, ist es meistens sogar etwas zu wenig. Ich bin ein Vielfresser. Okay. Ist in Ordnung. Kacke gespielt. Schön weggedonnert. Ja, es kann nicht sein. Wie sind solche präzisen Schüsse möglich? Hey! Danke! Ja, Lieblingsgetränk definitiv nicht. Ich hasse das Spiel. Okay, das musste raus. Weg mit dem Ball! Dark Bowser, ja, das wäre echt keine Bestrafung. Hoppala!
Weil Charity-Monat steht eh im Oktober an, Freunde. Aha. Oh mein Gott, das ist ein Tor! Kevin! Marvin, das tue ich zwischendrin. Aber manchmal vergesse ich es und manchmal passt es einfach nicht. Das ist ein Tor. Das war blau. Das ist ein Tor. Ja! Dankeschön. Boah, das wird ein teures Video. Ein Happy Meal. Wie viel kostet ein Happy Meal? 5 Euro? Erstmal ein Puffi ausgeben für Happy Meals. Das wäre schon eine lustige Idee eigentlich, oder? Das wäre eine... Oder irgendwie ein Burger von Mc's oder sowas. Ja, aber eigentlich... by the way, habe ich das erzählt, dass wir mit den Jungs nächsten Monat nach Italien fahren? Ich muss ein bisschen auf meine Figur achten. Ah, was? Boah, Random Nezu, das Game macht bisher richtig viel Spaß. Ein Tornado. Gibt keinen dümmeren Trend bisher auf YouTube. Das ist für mich der dümmste Trend überhaupt. Dass Alkohol so zelebriert wird. Da kommt Korbels LP raus. Digga, es kann nicht sein, dass Bowser mich wegjietet. Ja, aber Benny, wenn ich 11 oder... Die Bestrafung wäre ja, wenn ich jedes Mal zu Mc's hinfahre währenddessen. No! Oh Gott, Items benutzt, ja? Muss mehr Items nutzen, ich weiß. Ah, Aigau! Oh no! Ah! Ganz, ganz kritische Hase. Oh no, 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 no! Nein! Das war so knapp! Bei McDonald's einmal 20er Chicken Nuggets mit 3 Burger. Cola Zero Ring, nee. Ja, das funktioniert. Das funktioniert prinzipiell, ja, ja, ja. Aber Steuer absetzen, also viele denken immer, erstmal GG an der Stelle. Viele denken immer so, yo, Steuer absetzen, kriegt man das Geld 1:1 wieder. Aber das bedeutet im Endeffekt, dass man einfach den Jahresgewinn mindert. Das bedeutet, dass man den Jahresgewinn einfach mindert und dementsprechend weniger Steuern zahlt. Dadurch hat man halt Steuerersparnisse. Okay, heute gar nicht Lego City. Nee, nee, heute nicht, weil wie gesagt, wir haben ein neues Game. Oh, shit, Mann. Schwieriger Hase. Sehr, sehr schwieriger Hase, aber fettes GG dafür. Woo! So, okay. Oh, also, wenn ich ein kurzes Fazit zu geben müsste, einfach nach 2,5 Stunden, beziehungsweise nach 1,5, ja, sagen wir mal, nach 2 Stunden in dem Game. Also am Anfang fand ich es sehr, sehr unübersichtlich, vor allem jetzt als Anfänger. Aber so langsam, aber sicher kommt man in das Game rein, von daher feiere ich. Das feiere ich mega. So, here we go again. Sauerkrautsaft-Tornado. Ja, dann geh mal weg mit diesem. Ja, ich lasse es so, ich lasse es so im Raum stehen. Ich lasse den Tornado so im Raum stehen, Kapi. Stinke Socke für 10 Sekunden im Mund nehmen. Benny, also den gibt's online, aber den habe ich noch nicht bestellt. Aber wird mal wieder Zeit. So, warten auf Teamkameraden. Okay, wer ist der Erste in der Lobby? Getrockneten Fisch? Oh, es geht. Also, finde ich jetzt nicht ekelhaft. Es gibt wenige Dinge, die ich ekelhaft finde. Was ich nicht mag, ist die Konsistenz von Pilzen. So, Hardcore ist drin. I'm sorry für alle anderen.
Ich esse nachts heimlich Socken. Du auch, Meister? Alright. So, Linrei hat das Game verlassen. Nächstes 1-on-1 gegen Hardcore. Ein Ingwer-Shot. Ja, Ingwer-Shot ist vor allem, das ist auch scharf. Ingwer ist auch cool. Fühle ich mit den Pilzen. Ja. Also ich finde, so typisch Jahrmarkt kann man ja mal Pilze, Champignons kaufen. Da finde ich, die Soße riecht immer geil. Also dieses Drumherum, was man, ich weiß gar nicht, wie die Soße heißt bei den Pilzen, die riecht super sexy. Aber Pilze an sich mag ich leider nicht. So, dann nehmen wir noch Rosalina, weil die einen guten Schuss hat wieder. Und für die Verteidigung natürlich dasselbe wie immer, ne? Bisschen Bowser-Action und ein bisschen DK-Action. Yeah! Yay! So, dann nehmen wir mal das orangene Trikot. Ist ja auch das Club-Trikot, ne? Und den Pilzhügel. Ich finde, der Pilzhügel sieht aus wie Nintendo World in Japan. Great. Ich mag keinen Sauerkrautsaft, Tomaten und Pilze. Das kann man verstehen. Kann ich nachvollziehen. Pilz-Rahmsoße könnte es sein. Ich habe mal gestern wieder deswegen geguckt und die Seite, die anbietet, scheint halt... Warte, was? Achso, hab gestern mal wieder das geguckt und die Seite, die den anbietet, scheint halt Kopien zu verkaufen. Inwiefern Kopien? Also nicht das Originale? Rohe Wurst essen. Hä? Das geht doch wohl. Aber ich glaube, mein Ekelempfinden ist nochmal ein bisschen anders getaktet. Sieht man eventuell hin und wieder mal auf YouTube. Schade. Nein. Nein. Einfach nur nein. Oh, die Mucke gerade. Oh, die ist cool. Wow, das ist die 3D-Mucke, ne? Krass. Wäre der reingegangen, Betrug. Ey, ich bin doch gerade nach vorne gelaufen. Ja, moin. Ah, Mann, nein! Digga, wo ist der Ball? Torhüter sind einfach legendär hier. FIFA Ultimate Team, einfach so die besten Karten, Mann. Digga, du kommst hier nicht durch, Mann. Hab ich wieder ein Item? Ich hab eine Banane. Banane! Rild. Ho! Ha! Das war ein guter Schuss. Eine nice Chance auf jeden Fall. Bowser, lauf, lauf, lauf. Ey, wo kam die Banane her? Aus dem Nix. Wow, wow, wow. Alter, wie viele Zugspots sind denn heute da? Was ist denn los mit den Zugspots? Boah! Come on, baby, come on! Die Musik in dem Game ist echt super sexy. Ja, safe call. Das ist. Tut mir leid. Tut mir leid. Also, dass so ein Ball, so eine Chance nicht reingeht. Ja. Alter, ist das schwer. Schießen ultra schwer. Junge, jetzt gib doch den Ball ab, Mann! Wie die sich fetzen. Okay, da hat jemand wieder den Superschuss. Wow, im letzten Moment, really? Schön weggejietet. Mist, ich hätte schießen sollen. Alter, Bowser, der ist gut drauf, Mann. Bowser ist gut drauf. Bowser ist in der Verteidigung super duper drauf. Hä? Ich habe keine Ahnung woher, aber ich akzeptiere es. Oh, ich habe wieder einen Pilz, muss ich bedenken. Man kann Bowser kaum wegjeden. Krass, Mann. Digga. Oh, ich habe einen Ball.
Ich schieße halt immer auf die Torhüter, ja, aber... Oh, Mann! Boah, Alter, Anime Purple, welcome back! Schieß den Ball nicht... Ja, aber, Digga, das Ziel... Vier Sekunden? Wow, wieder gutes Match. Ich sag's so, wie es ist. Alter, ich brauch den Sieg. Habe ich gespielt. Willenskraft. Das ist alles. Willenskraft. Merkt euch das. Alter, aber auch GG an der Stelle, Alter. Super nices Match. Super spannendes Match. In den letzten Sekunden im Golden Goal entschieden. Heilige Makrele. Leon, was geht? Wario ist gut, krass. Du musst nicht so nah ans Tor für ein Tor. Ich merk schon, ey, ich gehe mal viel zu nah dran, aber da ist noch, das ist so der FIFA-Spieler von früher aus mir drin. Ist, glaube ich, sogar sinnvoller, vom Weiten zu schießen, oder? GG, danke. So hart schießen, dass der Tor... Ah! Also hart schießen, okay, okay. Boah, schwierige Hase, Junge, 63 Pässe, rillt. Okay, nice! Alter, Stefan, Dragalor, was geht, Mann? Okay, let's freaking go. Aber, Freunde, auch wenn es jetzt ein bisschen blöde ist und ich gerade viel Spaß habe, muss ich langsam aber sicher den Stream beenden, obwohl es richtig viel Spaß macht, weil ich habe noch ein bisschen was zu tun. Zwei Kanal, Hauptkanal und ja, die Wohnung muss auch mal wieder gesäubert werden. Das sieht wie ein Schweinestall aktuell hier aus. So, wieso gibt es keine Ranglistenspiele im One gegen One? Ist doch übel langweilig. Ja, Robin, check ich auch nicht. Ich check's auch nicht. Also, Nintendo ist, ja, was soll man sagen? Es ist Nintendo, Robin. Es ist Nintendo. So, wann kommt Animal Crossing? Boah. Die Tage. Vielleicht morgen? Wie du sagst, die Torte sind legendär wie legendäre. Genauso legendär. Das mache ich, Jatendo. Funktioniert sehr gut von der Mittellinie, aber nicht bei dir auf der Seite. Ich merke schon, ey, ich merke schon. Kritischer Hase. Sehr, sehr kritischer Hase. Viel Erfolg beim Aufräumen. Dankeschön. Danke für den nice Stream. Du! Danke, dass ihr dabei wart. Robert Talks, ich danke dir. Brilliant. Man sieht sich, David, eben. Freunde, wir sind eben morgen Abend wieder auf Twitch live. Von daher, Triforce, yo! Es war richtig schön, den Tag mit deinem Stream zu beginnen. Ich wünsche dir und dem Chat einen schönen Tag und bis morgen. Triforce, ich wünsche dir auch einen wunderbaren Tag. Danke für 5 Euro. Und ich wünsche jeden einen wunderbaren Samstag. Geht raus, genießt das Wetter. Deswegen streame ich auch jetzt im Sommer immer früh, damit man den Nachmittag natürlich draußen genießen kann und keiner drin hockt, ne? Ich wünsche euch allen schönen Samstag. Daniel, hau rein, Buttercat. LSG hat Fun gemacht. Sehr, sehr nice. Es freut mich. Und wir werden das nächste Woche safe nochmal streamen. Zieh nun einen wunderbaren Nachmittag. Super Schwein, Koppins. Wir warten noch kurz auf die Einblendung. Wir warten noch ganz kurz auf die Einblendung von den 5 Euro von Triforce. Viel Spaß noch. Ey, ich wünsche dir auch, Mann. Wünsche ich dir auch. Haust rein. Icarus, hau rein. Der Riggler und du verteilen deine Videos immer sehr gut Laune. Dankeschön, Jatendo. Das freut mich wirklich zu lesen. Das freut mich wirklich mega. Und, mega. Wirklich mega. Morgen ist das Stream, Benny. Aber es gibt auch einen Plan im Community-Tab. Nur als Info. Ich denke mal morgen 19 bis 20 Uhr dann auf Twitch. Yes. So. Nezul, hau rein. Schön, dass du hier warst. Wir warten noch ganz kurz. Kevin, hau rein. Mehstitten, LP, ciao. Boah, bin gerade dazugekommen. Dimension, no! Perfekt zum Schluss, Mann. Was spielst du morgen? Keine Ahnung. Twitch ist immer so, wie starten und dann gucken wir mal. Eventuell Resident Evil 8, weil und das wurde uns heute zugeschickt. Und da würde ich uns schon sehen. Ja, ist mir auch klar, aber die Leute, die den Plan nicht sehen. Ja, okay. Benny, gut, dass du nachfragst, Meister. Gut, dass du nachfragst. Raphael, servus. Hau rein, Lachsfall. Schön, dass du hier warst. Und Patrick, tschüss. Hau rein. Ja, mal gucken, wann die Einblendung kommt, der Alert. Das ist echt crazy, einfach 3 oder 4 Jahre. Puckel, was genau? Dimensio, hau rein. Ciao, ciao. Okay, wir warten noch. Ich liebe Superchat-Einblendungen. Mach ich, Jatendo. Ich bin halt cool. Triforce, danke für die 5 Euro. Ich wünsche dir auch einen nice Tag, an allen einen nice Tag und Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. Es war richtig schön, den Tag mit deinem Stream zu beginnen. Ich wünsche dir und dem Chat einen schönen Tag und bis morgen.
Willkommen im Stream, jetzt geht's ab wie eine Lawine. David mit Umlaut am Start wie eine Startlinie. Live auf YouTube, ich schau einfach nur zu. Circa 3 Stunden lang wird gezockt, so wie Dartspiele. David Beck wie Rücken auf Englisch. Was der Typ macht, ist schon fast nicht mehr menschlich. Der Rickler leckt an seiner Ruxwurst und gönnt sich die Ruxwurst, als wär sie ein knackiges Sandwich. Hier kommt der King wie Mufasa und Simba. Rickler, cooler als wie Wasser im Winter. Sitzt nachts im Zimmer, spielt Cuphead wie ein Blinder und rickelt die ganzen Sim-Queens krass um den Finger. Es ist der einzig wahre Abas aus der Rotze-Gruppe. Kann zwar nicht rappen oder singen, doch macht trotzdem Mucke. Oh, aua, David ist sauer. Junge, du baust Glumanda, nicht die chinesische Mauer. Zu real für YouTube, wie Dom Tento auf Speed. Trägt den Anzug im Stream für den Flex aus Prinzip. Heute ist ein guter Tag, David geht live. Spielt die Copyright-Musik, es gibt trotzdem kein Strike. Unfassbar nice, Junge, noch ein Vergleich. Und ich geb dir den Like, wie ein Typ, der was liked. Sag mal, spürt ihr den Hype, SSD zu dem Umlaut. Und die Abonnenten wachsen weiter wie Unkraut. Ach, wir übernehmen das ganze Land, Rickler. Legt euch lieber nicht mit uns an, Rickler. Werfen alle aus unserer Bahn, Rickler. Dafür stehen wir mit unserem Namen, Rickler. Du Versager hast keinen Umlaut im Namen. Dann musst du der Umlautgänger sofort Schutzgeld bezahlen. Wir sind im Start und es geht rund wie in einem Kreisverkehr. Das Wettet macht es süchtig wie der Stoff von Heisenberg. Technik LB mal wieder lost, so wie Fundsachen. Wenn die Technik nicht läuft und die Geräte nur rumspacken, kann der David keine Kunst machen und ist deswegen schon geladen wie Schusswaffen. Jetzt wird's wild wie in der gottverdammten Wildnis. Alles wird gut, solange du real bist. Wenn andere denken, dass wir leicht haben, die sich getäuscht. Denn du musst auch real sein, wenn der Stream nicht mehr läuft. Oh, yeah! Willkommen im Stream! Ciao! Ciao! Guten Morgen!